So, einen wunderschönen guten Abend zur Fettzinsentscheidung, zum Webinar zur Fettzinsentscheidung. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Markus Kleber, der Christian Kämmerer wird auch gleich mit dabei sein. Und wir wollen ganz kurz, bevor wir überhaupt durchstarten, jetzt hier auf die Zinsen zu schauen, die um 8 Uhr ja dann entschieden werden. Da wird in meinen Augen gar nichts Nennenswertes passieren. Viel wichtiger ist die Pressekonferenz 20:30 Uhr danach. Da werden wir gerne dann darauf eingehen. Ganz kurz, somit der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was wir hier sagen, denn der Chris, der wird ja auch dann nachher noch was dazu sagen, ja, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. So, das ganz kurz zum Risikohinweis. Bevor wir großartig schwafeln, um 8 Uhr, also in 8 Minuten, findet die Zinsentscheidung an sich statt. Ich möchte jetzt erstmal ganz kurz darauf eingehen, was uns da eventuell erwarten könnte. Da wird uns nicht viel erwarten, denn es wird erwartet, ja, hier oben läuft so ein kleiner Countdown. Ich kann auch gerne kurz in den Chat mal diese Website, die ich hier nutze, eintragen. Moment, zack. Und senden dürften alle bekommen haben. Das ist quasi die Fed Fund Futures, wo angenommen wird, was überhaupt jetzt heute passiert mit den Zinsen. Und es wird angenommen, dass nichts passiert, dass die Zinsen auf diesem geringen Niveau bleiben, wo sie da gerade sind. Und das wird, man kann das hier in Zukunft sich anschauen, bis 17. März 2021, das wird auch erwartet in den nächsten Monaten, beziehungsweise zu den nächsten Fed-Zinsentscheidungen wird nicht erwartet, dass die Zinsen nach oben gesetzt werden. Das erstmal dazu. Somit ist jetzt gegeben. Gegebenenfalls maximal eine Überraschung, wenn die Zinsen gesenkt oder eben auch nochmals erhöht werden sollten. Aber dass die Zinsen ins negative Terrain driften, wird ebenfalls nicht erwartet und wurde auch eigentlich immer von der Fed signalisiert, dass das nicht das Ziel ist. Und ich denke, das ist auch aktuell von der Situation, die wir an den Märkten haben, die wir gesamtwirtschaftlich haben, in meinen Augen auch nicht notwendig ist, das zu tun. Auch wenn das Konjunkturpaket, da werden wir gleich dann im Nachhinein nochmal darauf eingehen, zwischen Demokraten und also zwischen den Parteien in den USA, um es mal einfach zu nennen, immer noch nicht so wirklich verabschiedet ist. Teilweise die Staaten alleinige Wege gehen. Also hier war es ja eigentlich angedacht, dass eben erneute Unterstützung für die Arbeitslosen in den USA quasi stattfindet, welche eben nicht in diesem Maße stattgefunden hat. Somit ist Jerome Powell eventuell ein wenig in Zugzwang, aber da geht es wahrscheinlich weniger um die Zinsen, sondern um Dinge, die danach kommen. Und das werden wir uns dann entsprechend natürlich anschauen. Okay, Christian, ich sehe das, würde dich dann auch gleich zum Moderator noch ernennen. Wir haben noch ein bisschen genug Zeit, genau. Gucken, wo er ist. Da ist er, der Chris Kämmerer. Also zum Moderator ernennen. Und dann machen wir dich auch gleich noch zum Organisator. Dann sind wir beide Organisatorinnen. So, ach Quatsch. Ich übernehme den Bildschirm erstmal wieder. Das hat mal gerade aus Versehen Christians Bildschirm. So, dann müsstest du nur deinen Ton mal kurz zuschalten, Christian, dann bist du jetzt. So, hi Chris, ich grüße dich. Hey, sei gegrüßt, Icker. Hast du das jetzt gerade gehört? Die Stummschaltung ist aufgehoben. Ich habe mich hier sozusagen echt selten angemeldet, aber es hat jetzt so funktioniert. Ausgezeichnet. Sehr gut, sehr gut. Das freut mich. Hast du Ausgezeichnet. zur Zinsentscheidung irgendwas zu sagen? Ansonsten gehen wir jetzt da mal kurz drüber. Haben wir jetzt noch 5 Minuten Zeit? Ich hatte jetzt gerade schon zusammengefasst, dass erstmal mit der Zinsentscheidung gar nichts großartig erwartet wird. Wir werden danach auf die wichtigen Punkte eingehen, die jetzt danach eigentlich erst so richtig wichtig werden und die schon Genau. wichtig sein können. Auch für den Gesamtmarkt in den nächsten Wochen und Monaten durchaus auch eine ja, gar nicht so unwichtige Rolle spielen sollen. Aktuell sehen wir eigentlich nichts Besonderes. Also der Euro-US-Dollar, gerade der Euro-US-Dollar, ist ja extremst unvolatil in den letzten Tagen und wir pendeln seit Wochen um den 1,1820er. Du bist ja der Forex-Experte quasi an dieser Stelle hier und kennst ja auch noch die anderen Währungen. Aber für die Zinsentscheidung an sich, wenn überhaupt, ist es der Euro-US-Dollar, der dort erstmal natürlich irgendwo anfängt zu zappeln, aber der ist ja wirklich extrem ruhig. Ne? 1,1820 ist der Bereich der Bereiche, wo wir immer wieder seit quasi Ende Juli hin und her pendeln. Und da müssen wir wirklich mal drauf schauen, ob wir uns hier eventuell nach oben oder unten etwas verabschieden.
Aber ich denke hier, zumindest so meine Sicht, selbst wenn heute was kommt, wo auch ein bisschen Bewegung kommt, es sollte, wenn dann, ein Anstoß auch für die nächsten Wochen sein. Also dass dann der Ball so ein bisschen ins Rollen gebracht wird. Somit ist es nicht zwingend notwendig, nun heute groß die Marie abzufackeln hier. Ich denke, wenn dort jetzt Jerome Powell, naja, ist ja schlussendlich so, wenn er dort irgendwie sich äußert bezüglich der Maßnahmen, die Fed grundsätzlich eben ergreifen wird, auch mit Blick auf diese durchschnittlich betrachtete Inflation und Arbeitslosenquote und so weiter, wenn wir nachher alles mal durchgehen, dann sollte das schon Auswirkungen auch für die nächsten Wochen und Monate gegebenenfalls haben. Und eines meiner Puzzleteile sein, wo ich dann eben sage, okay, das kann jetzt grundsätzlich für den Euro-US-Dollar positiv oder eben auch negativ gewertet werden. Dow Jones ähnliches, wir sind ganz klar im Bilde, wir haben noch 3 Minuten Zeit, also wir haben ja noch Zeit zum Quatschen, um vielleicht die charttechnischen Bilder uns kurz anzuschauen. Wir sind leicht erholend unterwegs im Dow Jones die letzten Tage, hatten das die Kernbewegung allerdings auf der Aufwärtsseite eigentlich immer erst so in der Nacht gesehen. Montag und heute war es wieder die Aufwärtsbewegung, die sich dann auch in der Kernhandelszeit zeigte. Und wenn wir uns hier schlussendlich mal den Kernmarkt, den S&P anschauen, ist der auch erstmal so leicht nördlich tendierend unterwegs. Aber eben vor der Fed-Zinsentscheidung hatten wir heute Morgen im DAX Long oder Short ja kurz mal angerissen, ist gar nicht viel passiert, ja, für den heutigen Tag. Und somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass dann heute sogar noch ein bisschen Bewegung reinkommt. Wir warten jetzt mal ab. Der Countdown läuft quasi zu der eigentlichen Fed-Zinsentscheidungen. Das sind jetzt noch 2 Minuten. Und mal gucken, ob jetzt da nennenswerte Bewegung erstmal kommt. Aber wie gesagt, es wird erwartet, dass die Zinsen eigentlich ja nicht gesenkt, nicht erhöht werden und somit es dabei bleibt, wie es ist. Und dann wird es danach spannender, wie sich dann Jerome Powell in der Pressekonferenz hier quasi dann äußert. So, hast du noch was, Chris, Hey, auf dem ja, Herzen? also gut zusammengefasst. Im Prinzip gebe ich dir da absolut recht. Ich meine, die Notenbank hat ja da in den USA nicht das Liebäugelchen da mit den negativen Leitzinsen. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass das so ein bisschen auseinandergeht. Aber die Konjunkturpakete, weitere Verwässerung ist auf jeden Fall ein Thema. Wenn wir jetzt den Zinsentscheid haben, kann ich auf jeden Fall auch mal ein bisschen auf den großen Charts Gerne. rumwubbern. Gerade jetzt hier Big Picture S&P sehr interessant oder auch Big Picture Euro-Dollar insbesondere, weil du Euro-Dollar angesprochen hast, in der Tat seit 6, 7 Wochen eine Range von 150 Pips. Die Volatilität zieht sich zusammen, aber da baut sich auch so ein Spannungsbogen auf, wo ich sage, wenn der denn heute runterdippen würde, übrigens, das ist heute mein viertes Webinar, glaube ich, Ja, ich wo habe ich schon auch, gehört. Heute war also ich ordentlich habe, Action. also heute war neben dem Livestream wirklich Trading Room, Devisenradar, Formationstrader und dann jetzt eben den Live-Event. Aber am Ende hatte ich auch viel Devisen-Gedanken dazu. Und ich sage mal, wenn der Euro-US-Dollar heute runterspucken sollte, wäre ich auf jeden Fall bereit, hier bei 1,1750, 1,18 auch eine Swing-Position einzugehen, weil ich schon glaube, dass der Euro Long hier der weiter. Long, long, ja, genau. Also, also ich sag mal so, genau wie bei Gold, wo ich auch gerne im Fokus habe, die 1910 Dollar, das ist eine super Unterstützung, super tragfähig, die muss auch halten. Und wenn die nicht hält, dann ist es beim Euro sozusagen dann auch unterhalb von 1,1750 eine Gefahrenzone. Also Gold 1910 im Auge halten, Euro-Dollar 1000, 1000 sage ich schon, so weit sind wir nicht, 1,1750. Und das sind so zwei Marken auf der Südseite, wenn die angelaufen werden, könnten die für Long interessant sein. Ansonsten ziehen die oben raus oder knallen unten durch. Wir werden es mal sehen. Aber so Highflyer-Moves, mal sehen, ob es ein Non-Event wird. Wir warten mal ab. PK dürfte interessant werden. Genau, und da schauen wir jetzt mal drauf. Ich habe nebenbei, hier zeige ich euch im Nachhinein mal, auch noch eine Twitter-Seite offen, die da relativ schnell mitteilt, ob dort irgendwas passiert ist. So, jetzt haben wir es 20 Uhr, Marktzeit erst, zeigt erst mal direkt keine nennenswerte Bewegung. Dow zippelt so ein bisschen hin und her, Euro-US, da sehen wir, der steht quasi auf der Stelle. Also da ist jetzt, denke ich, nichts. Ja, nichts Überraschendes passiert. Jetzt haben wir das ja auch schlussendlich erwartet. Schauen wir hier nochmal nach. Kommt natürlich nichts so, wie es sein sollte. Doch hier Benchmark Interest Rate und Target. Genau. Kommt Also ist nichts, wie alles es so sein soll. geblieben. Alles Ich so muss dich geblieben. erstmal, Bitte? Ja? huldigen, mein lieber Markus, der denn hier auch zum Beispiel während seiner Urlaubsphase die Märkte verfolgt und auch frühestens DAX Long Short abspult. Also ganz große Props hier durch die Leitung, durch den Ether. Das ist nicht von ungefähr und da sind wir froh, dich in unserem Team zu wissen, Markus. Ne? Ja, vielen Dank dafür. Na, absolut. Also nichts passiert, so dass wir da erstmal bleiben. Vielen Dank, Chris, für das Lob hier vor Ja. voller Runde heute. Also es war wirklich ein sehr volles Webinar. Na, ich muss auch sagen, ich habe heute interessanterweise auch zwei Kundencalls noch einschieben können während der
während der Webinare und dem ganzen anderen Kram, was man so Daily Business hat. Und da wurde auch tatsächlich, deswegen fiel mir das auch gerade ein, weil ich dann eben am Telefon auch sagte, dass du das eben wirklich aus Passion heraus machst, sagte die entsprechende Dame, die ein großer Fan von dir ist, Markus. Darf natürlich keine Namen nennen, aber ich weiß, dass sie dir an den Lippen klebt und es immer sehr spannend findet und da auch deinen Enthusiasmus liebt und eben auch die Passion. Aber Dow zieht hier raus auf neue Tageshochs, sieht ganz spannend aus. Genau, also schauen wir jetzt mal drauf, da können wir jetzt mal vielleicht kurz charttechnisch werden. Grundsätzlich ist es natürlich, wir sind im Dow jetzt quasi auf Tageshoch, so wie das du das sagst. Ich bin ja derjenige, der nicht unbedingt auf diesem Niveau jetzt hier noch zwingend einsteigen wollen würde. Dennoch ist das Bild natürlich jetzt klar long, jetzt springt er drüber. Was ich mir jetzt hier überlegen wollen würde, wenn wir noch ein Stück weiter nach oben gehen, ob ich dann so einen Rebound in diesem Bereich kaufe. Also nicht direkt den Ausbruch, sondern wenn wir jetzt noch ein Stück weiter nach oben laufen, dann diesen Bereich hier quasi nochmals zurück testen und dann kommt ein Trigger, dann würde ich gegebenenfalls kaufen wollen. Das wäre einer der Gedanken, den ich jetzt hätte, wobei ich jetzt vor der Pressekonferenz auch nicht zwingend unbedingt aktiv werden wollen Absolut. würde. Also wenn wir jetzt hier nochmal zurückkommen, wäre das gut. Klar, Ausbruch wäre natürlich in der Situation jetzt, im Nachhinein ist man immer schlauer, nicht so die blödeste Idee gewesen, aber ich würde jetzt halt ganz gerne so einen Rebound handeln wollen würden, nee, würden, ich würde ich gern handeln wollen, so. Und das wäre jetzt einer der Gedanken, wobei, wie gesagt, die Pressekonferenz eigentlich das Interessante ist. Und ich weiß nicht, vielleicht kriegst du kurz erstmal noch vielleicht auch ein paar einleitende Worte. Am Anfang bist du ja nicht so zu Wort gekommen. Und dann würde ich einfach nochmal ein paar vorbereitende Gedanken zur Pressekonferenz kundtun. Nochmal kurz das Bild in Amerika versuchen, so ein bisschen ja, auffrischend zu beleuchten, was dort aktuell wichtig ist, was von der Fed grundsätzlich erwartet wird. Und vor allem eben diese strategische Umorientierung der Fed nochmal kurz zu beleuchten, denn es ist quasi jetzt so ein bisschen Wild-West-Fed in meinen Augen. Ja, die Fed kann jetzt bezüglich der Zinsen eigentlich grundsätzlich machen, was sie will, weil jetzt alles per Durchschnitt betrachtet wird. Also das ist echt Absolut. crazy, muss man so sagen, aber können wir gerne gleich nochmal darauf eingehen. Was ich jetzt hier vielleicht gleich machen wollen würde, da gucken wir mal drauf. Ihr kennt das von mir, diejenigen, die des Öfteren mit dabei sind, dass ich mir auch ganz gerne dann jetzt so einen Heiken-Aschi-Chart mal zurechtlege, um hier eventuell einen Trigger abzuwarten. Also wir sind ja jetzt hier im Ausbruchsbereich, so gut 200. Das ist quasi diese Area, die wir hier gerade hatten, ne? Und wenn wir jetzt hier in diesem Bereich so zurückfallen, so 220, ja, so 220 sollte da schon eigentlich zurückkommen. Und dann kommt so ein Long-Trigger, dann würde ich den schon mal versuchen wollen mit kleinem Risiko. Also das wäre jetzt einer meiner Gedanken. Also wir werden jetzt rot, werden hier idealerweise, um das vielleicht nochmal rein theoretisch kurz einzuzeichnen, würden jetzt hier noch ein bisschen rot bleiben, so, ja, und laufen so in Richtung der 20er-Marke. Und dann kommt irgendwo in diesem Bereich dann entsprechend wieder ein Wechsel des Heiken-Aschis in Grün, dann wäre das mein Signal. Sollte allerdings oberhalb der 200 kommen, also tiefer möchte ich nicht mehr kaufen jetzt in aktueller Situation, dann lasse ich es lieber, weil dann ist kurz mal ein Ausbruch passiert, dann sind wir wieder in die Vorrange zurückgelaufen und dann ist eigentlich gar nichts passiert. Also wenn, dann sollte er sich hier in diesem Ausbruchsniveau halten, dort anfangen wieder zu drehen und dann wäre das so mein Signal. Ansonsten mache ich nichts, warte ich ab. Na, gut. Chris, brauchst du deinen Bildschirm? Ja, den kannst du im Prinzip durchaus mal teilen. Und dann, wie gesagt, ich finde es also wirklich klasse. Übrigens, du weißt ja schon, dass ich Heike Naschi schon seit, also besser gesagt, so ein bisschen der Heike Naschi-Jünger war in früheren Zeiten. Ich übertrage gleich Hast du mal es ein Bildschirm. erfunden? Na, also ich habe aber tatsächlich Artikel drüber Nicht die geschrieben, relativ Schweizer viel. waren es, du warst es. Nein, aber ich muss sagen, ich übertrage gleich den Bildschirm. Jetzt muss ich erstmal den richtigen Chart hier öffnen. Die Schweizer waren es. Grundsätzlich, warte, jetzt muss ich mal Bildschirm, die Funktion, jetzt habe ich es, genau. Jetzt müssen wir meinen Euro-Dollar-Chart sehen, glaube ich. Ja, sehr gut. Teilnehmerübersicht, genau, hier sind wir. Im Prinzip auf jeden Fall, Heike Naschi bin ich großer Fan von. Habe sie, wie gesagt, ich glaube, damals 2011, 2010 auf der Invest damals noch für Gottmor Trader als Referent vorgetragen. Finde ich super spannend. Einige Trader, eben auch du, wissen, die Heike Naschis auch einzusetzen. Ich mag sie sehr. Hier jetzt nicht wundern, das ist eine gewisse Abart von auch Trendfolgekerzen, die auch so eine Trendfolgemuster haben, um das Geheimnis zu lüften. Das ist im Prinzip eine MACD-Candlestick-Kerze, die eben auch hier entsprechend wie Heike Naschi-Trend folgen, sozusagen sich in Trendfarben bewegt und hier aber noch so eine Nuance hat, eben, dass der MACD-Indikator in der Candlestick-Kerze
steckt. Das nur mal kurz erklärt, wer sich fragt, was das für bunte Kerzen sind. Im Prinzip, aber Heike Nashi bin ich nach wie vor großer Fan. Ich glaube, ich habe auch das Template von sozusagen dem Rainbow Trading mit Heike Nashi direkt auch hier im Start. Sozusagen hier die Version aus 2019 vom letzten Jahr. Da können wir auch mal direkt einen Rainbow Chart reinziehen in diesen Chartfenster. Und dann sehen wir eben im Prinzip hier das Rainbow Trading mit eben den Heike Nashi Kerzen, die ich wie gesagt auch sehr, sehr gern mag. Und ja, im Sinne des Trendtradings haben wir es auch schon thematisiert. Das sieht man auch hier im M15-Chart. Euro-Dollar momentan hier Seitwärtsgeschiebe. Der Rainbow signalisiert im Intraday-Bereich kein Trendmomentum. Also lange Rede, kurzer Sinn. Hier lohnt nicht wirklich ein Trendimpuls. Und insofern muss man tatsächlich auf die höheren Zeitebenen mal gehen und da eben ein Stück weit schauen. Markus, du guckst, wie gesagt, so ein bisschen mal, was da passiert. Bereits vielleicht das eine oder andere vor. Ist eben eh auch gut, dass wir das Webinar da an der Seite zusammenstellen. Denn der liebe Andreas, wie gesagt, ist ja heute nicht zugegen. Und insofern nochmal prima, klasse, dass du da einspringst. Ansonsten hätte ich sicherlich auch hier das Publikum allein unterhalten müssen. Aber zu zweit hast du einfach immer mehr Space und auch eine Interaktion, die einfach macht schön auch ist. Macht mehr Spaß. Ja. Absolut, absolut. Und wie gesagt, dass du da auf Lauer gehst, halt die Indexmärkte mal im Fokus. Ich gehe jetzt mal auf den Tageschart vom Euro-Dollar. Das war heute hier sozusagen auch die Intention. Wir sehen, wenn der so einen Dip, und das hatte ich ja gerade schon gesagt, wo der Bildschirm noch nicht bei mir war, wenn der so einen Dip jetzt hier nach unten macht, unterhalb von 1,18, 1,1750, wird es interessant, dass man hier sozusagen versucht, diese Range, die Markus ja auch angesprochen hat, hier während der letzten Wochen so ein Stück weit auf der Südseite einzufangen, wenn er denn hier unten sozusagen dann auch Halt macht, könnte ich mir aber gut vorstellen, denn wir konsolidieren hier auf sehr hohem Niveau nach dieser starken Rallye, nach dem Corona-Abverkauf, dem Mai-April-Tief hier, schöner Boden, und dann ist er ja nach oben gezogen, wie an der Schnur, unser Euro-Dollar, und seither konsolidiert er, das sieht man hier auch nach Fibonacci, Lehre etc. hier auf stabilem Niveau oberhalb von der 1,1750. Und das ist ein sehr schönes Level und da muss man wirklich mal schauen, wenn er hier runter spuckt, wie es so schön heißt, ob man da zum Zuge kommt. Das könnte eine Entry-Long-Chance sein, die uns hier auf jeden Fall einige Tage begleiten kann. Aber jetzt gerät der Euro-Dollar erstmal schön unter Druck, wie man das so schön sagt. Da will ich auch gleich mal schauen. Ich hatte auch hier unlängst schon eine schwarze Euro-Schwarzer-Franken-Short-Position laufen. Take Profit ist hier bei 1,073. Wenn er da heute runterspuckt, wäre das auch ganz interessant, hier sozusagen diese mögliche Euro-Schwäche, die wir jetzt auch aktuell sehen, ja, mitzunehmen und dann auch einen Rebound. Das ist übrigens genauso, Euro-Schwarzer-Franken, ein bisschen exotischer, liebe Teilnehmer, aber grundsätzlich hier, ähnlich wie beim Euro-Dollar, eine Range über viele Wochen. Da haben wir im Prinzip noch eine geringere Schwankungsbreite übrigens als beim Euro-Dollar. Man glaubt es kaum, aber der Euro-Schweizer-Franken ist hier noch lethargischer. Aber er kann durchaus interessant sein für eben hier Swing-Trades, die man auf der Südseite eingeht, wenn er in Richtung Unterstützung hier 1,073 abtaucht, Schrägstrich, wenn er hier oben bei der 1,083, 1,084 anstößt. Und übergeordnet Trend folgend empfiehlt sich natürlich hier ein Short. Das ist ganz klar, den habe ich auch gezündet hier. Hier sieht man im Prinzip auch die entsprechende Idee, Stop-Loss, Take-Profit, wobei den Take-Profit, wie gesagt, den habe ich hier an die untere Zone gesetzt und das ist ein Ratio von knapp 1 zu 1,5. Da bin ich aber zufrieden mit, weil ich mir denke, okay, der Markt kann hier im Prinzip diese Trendlinie testen, das Level von 1,073 testen und wenn er wirklich durchfällt, hätte man noch einen super CRV, dann würde es sich natürlich nach oben eskalieren, aber auf so eine große Abwärtsbewegung will ich gar nicht spekulieren, weil wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Euro so ein Stück weit die Stärke behält, die er unlängst aufgesetzt hat und da hatten wir heute im Trading Room auch schöne Pattern, jetzt muss ich dann noch mal schauen, was der Goldpreis eigentlich macht. Auch zur Saisonalität will ich euch kurz was zeigen, liebe Leute, damit wir da einfach auch ein bisschen die Marktaction am Laufen halten. Jetzt muss ich nur. Weil von mir ganz kurz, also ich bin jetzt gerade bei 200, kurz gucken, 211 long gegangen, Stop liegt ein Stück weiter weg, der liegt so 60 Punkte tiefer. Dann müssen wir den Bildschirm mal gleich rüberschalten. Du bist long gegangen, sagst du? Können wir kurz machen. Und, so, jetzt müsst ihr den Bildschirm sehen. Also ich bin jetzt hier, wie ich es gerade sagte. Ne, der Markt brach nach oben aus, kam jetzt gerade nochmal zurück, ist jetzt quasi hier ja nochmal zurückgekommen in der Kerze, ne, kam jetzt in dieses Unterstützungsniveau rein, welches auch vor, gestern quasi so das Öffnungskurs und Hochniveau war, diese Area, und idealerweise fängt er jetzt wieder an, nach oben zu laufen. Jetzt habe ich den Stop hier unten.
So 60 Punkte tiefer, Pi mal Daumen, ist relativ weit. Bedeutet allerdings auch, wenn wir sukzessive nach unten kommen sollten, dann würde ich sogar vielleicht zweifach diese Position auch wieder von der Größe herausnehmen. 1,5 habe ich jetzt hier, würde ich so mal schauen, kann ich jetzt noch nicht exakt sagen, an welchem Punkt. Wenn wir natürlich nicht ins Minus laufen, dann ist alles gut. Wenn wir da runterkommen, dann würde ich die Positionsgröße abbauen. Ja? Weil so ist das Risiko ja nicht groß. 1,5 mal 50, 60 Punkte liegen wir jetzt hier irgendwo so bei 100 Dollar. Jetzt den Euro-US-Dollar-Kurs, wieder liegen wir bei einem Risiko von irgendwie 80 Euro oder was haben wir jetzt hier? Moment. Zeigt er normalerweise ja an. Nur bei mir heute nicht. Normalerweise, wenn man die Maus da drüber hält. Wenn man die Maus da drüber hält. Naja, ich weiß, was du meinst, Dicke. Eigentlich Euro Risiko, so wenn du kannst den Stop-Loss auch anklicken, gucken, ob du den schieben kannst und dann ziehst du ihn über ein Entry drüber. Dann müsstest du es auf jeden Fall sehen. Aber du hast irgendwie deaktiviert, dass du den. Das eigentlich geht das, aber es kann sein, weil die Linie in der Nähe ist oder was normalerweise. Ich will jetzt an dem Stop da nicht rumschieben, ne? Der ist ja da, der hat ja einen Sinn da. Ne? Ja, das ist richtig, aber du könntest, aber wenn guck du den. Mal, vielleicht haut das jetzt hin. Ne? Ich würde ja sowieso mir dann überlegen, den Stop irgendwann nachzuziehen. Der kommt jetzt erstmal gut. Schöner Entry, schöner Pullback, schöne Trading-Idee, super. So, warum habe ich mir das so überlegt? Jetzt hatten wir ja hier, ne, hier war der Plan, hier kam dann schon der Trigger, das hatte ich ja dann eingangs gesagt, so war der Plan, ne, der kam dann hier, der wurde hier grün. Da waren wir dann vom Kurs hier oben, habe ich dann, wie ich es immer mache, den Limit ein Stück tiefer gelegt und seitdem dreht er jetzt erstmal leicht nach oben weg. Das hat jetzt noch nichts zu sagen, die Position ist zwar im positiven Bereich, man kann sich jetzt dann auch überlegen, den Stop vielleicht so ein bisschen nachzuziehen, man hat allerdings nicht so viele Möglichkeiten. Hier ist noch ein kleines Tief, hier sind jetzt noch ein paar Tiefs, das wären vielleicht so die Punkte, wo ich ausgehen würde, aber ich würde jetzt den Kernstop eigentlich noch gar nicht nennenswert verschieben wollen. Vielleicht hat man heute Glück, wenn wirklich jetzt auch die Pressekonferenz irgendwie positiv sich auf die Märkte auswirkt, hätte man vielleicht jetzt vorher schon einen relativ guten Einstieg, aber da müssen wir mal gucken, ne, ob sich das dann so zeigt oder nicht. Aber jetzt 25 Punkte im Dow ist jetzt ist nichts, ne, zu 60 Punkten ja, Risiko. Ja, aber ich muss sagen, also Markus, also wie gesagt, also du hast das gut formuliert, schön, sage ich mal, den Pullback. Das ist das, was ja Andreas in der Regel nicht macht. Da seid ihr auch so ein bisschen, sage ich mal, manchmal wie Feuer genau, und Wasser an der Stelle. Er wäre jetzt oben short gegangen irgendwie, ne? In diesen geschortet, ne? Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Dann wäre er auch schon mit ein bisschen Profit raus oder maximal Break-Even. Also er hätte jetzt mit der Idee, die er immer so verfährt, höchstwahrscheinlich nichts verloren. Ne? Nee, da kennt man ihn zur Genüge, das ist auf jeden Fall richtig. Also in dem Kontext aber schöner Entry an der Stelle. Da will ich dann auch gleich mal, weil wir ja im sozusagen Live-Trading am Start sind. Warte, lass mich mal gucken, wo habe ich denn den Slide hin jetzt? Den Riss des Climber gleich nochmal durchjagen, weil wir doch schon... Habe ich schon gemacht. Hast du vorhin schon gemacht? Ja. Habe ich dann tatsächlich verpasst. Aber ja, auf der Stelle natürlich wichtig, liebe Leute, dass das natürlich hier alles, ja, das hat Markus ja schon wiederholt. Ich hatte es jetzt gar nicht auf dem Schirm. Da war ich wohl doch eine Minute zu spät, Markus. Aber grundsätzlich natürlich der Live-Handel hier immer wieder keine Handelsaufforderung ist. Da brauche ich mich nicht wiederholen. Jeder handelt auf eigenes Risiko, muss sein Money-Management im Griff halten und wir geben hier im Prinzip nie Handelsaufforderungen. Und grundsätzlich ist das natürlich live am Markt und das macht es ja auch spannend. Insofern freue ich mich auch, dass wir so zahlreiche Teilnehmer haben, dass die Hütte hier wirklich voll ist und das ist ja das was wir uns wünschen. Also heute ist es wirklich vielen Dank, wahrscheinlich dass ihr alle dabei seid. Absolut. Cooler Abend. Aber Markus, das liegt wahrscheinlich an dir ohne Haar, weil wir natürlich jetzt hier den entsprechenden Remailer mit und ohne Haar. Aber ja, Markus, muss jetzt denken, wo ist denn dein Haar in Markus? Nein. Haar. Aber du weißt, was ich meine. In jedem Fall ein super Einstieg, um auf den Trade zurückzukommen. Pressekonferenz dauert noch 15 Minuten. Da nimmt der Markt hier einiges vorweg. Ich weiß nicht, was deine Tickerboxen sagen. Im Grunde genommen nicht ist viel, es natürlich so. Der, ja, genau so ist es. Nicht viel. Da muss man einfach abwarten. Eine Veränderung gab es nicht. Aber der Entry war Pullback-technisch wirklich eine Glanzleistung. Super Trade, also super Entry. Genauso ist eben auch Charttechnik, liebe Leute. Es sagt keiner, dass sie funktionieren muss. Aber das gibt uns immer ein Spiegelbild. Der Marktteilnehmer, der Chart ist sozusagen Massenpsychologie pur. Und komischerweise, mag der eine oder andere denken, gibt es eben Price Action Zone, die dann, wenn sie dann nochmal wie bei Pullback angelaufen werden, durchaus immer eine schöne Chance darstellen, um nochmal in so einen Trade zu kommen. Und das hat Markus hier einfach mal im Vorab angesprochen, die Trade-Idee sozusagen entwickelt und dann genau an dem Punkt hier den Long-Einstieg mit einem fixen Stop-Loss, ganz wichtig, Risiko begrenzen. Und jetzt hat Markus das Risiko, wenn ich die Kerze nach oben wandern sehe, auch schon verdient. Da könnte man drüber nachdenken, genau.
Genau, jetzt ist das Risiko verdient. Also ich würde jetzt drüber nachdenken. Ich würde so ein bisschen Luft würde ich schon noch lassen, bin allerdings natürlich an der Position dran. Also jetzt sind wir mehr im Plus, als wir wollten. Allerdings ist jetzt der Gedanke, also entweder will man halt, das hatten wir eingangs auf die Schnelle nicht besprechen können, ne? Wenn man sich mal das ganz große Bild anschaut. Also hier ist ja grundsätzlich Luft nach oben jetzt, ne? Wir haben jetzt Absolut, zwar hier absolut. diesen Montag noch, der Feiertag vorletzte Handelswoche. Da gab es ja im Prinzip keinen offiziellen Handel. Das ist hier quasi, glaube ich, das muss das gewesen sein hier, ne? Der zählt nicht. Jetzt haben wir hier nochmal vom Freitag zuvor, genau, das war Donnerstag, die Abwärtsbewegung. Da hatten wir den Freitag. Genau, die Hochs, die sind jetzt hier interessant. Mal gucken, wie er damit umgeht. Danach kommt da nicht mehr viel, ne? Und ich würde schon, ich bin ja auch derjenige, der sich gerne dann mal die ganz großen Dinger vornimmt, ne? Und wenn der sie richtig ausbricht heute, wenn die FED signalisiert, Mensch, ihr braucht euch weiterhin keine Gedanken machen, und vor allem wird sie heute signalisieren, was in bis 2023, 2024 passieren wird, ja? Also ich glaube nicht daran, dass sie den Fahrplan exakt vorgeben. Das wird nicht passieren. Es wird in einigen US-Headlines so kommuniziert, aber das wird nicht passieren, ist in meinen Augen nicht passieren. Aber sie werden schon höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Ideen und wie sie es umsetzen wollen, ihren neuen Fahrplan schon kundgeben. Und wenn der positiv aufgenommen wird, dann kann das auch für die nächsten Tage natürlich long bedeuten, was für mich im Urlaub natürlich super wäre. Dann würde ich das Ding einfach laufen lassen und vielleicht kann ich irgendwie 1000, 1500 Punkte einkassieren mit dem kleinen Einstieg jetzt hier, ne? Also ich würde schon Absolut. versuchen, das Ding irgendwie laufen zu lassen und somit jetzt nicht zu aggressiv nachzustoppen, weil jetzt ohne Zweifel ja quasi nochmal so ein Test kommen kann, wieder dieser wichtigen Hochs hier, ja, und da jetzt genau der Einstieg liegt, ja, und somit gucke ich mal, muss ich mir nochmal genauer detailliert anschauen. Ich versuche das noch ein bisschen konservativer zu machen, und der Einstieg eben zeigt auch, dass der Breakout direkt nicht immer die beste Idee ist, sondern dass man eben gerne den Rebound abwartet, weil wir wären ja mit dem Breakout quasi ja auch schon vom Risiko her so weit vorne gewesen, dass man theoretisch den Stop hätte nachgezogen, ja, und dann wird man in dem Rücksetzer rausgestoppt. Und dann zieht der Markt auf einmal an. Und dann sagt sich jeder wieder, oh, der böse Markt, der sieht, wo mein Stop liegt, und ich werde ausgestoppt. Das ist charttechnisch ganz normal, dass das so passiert. Deswegen handle ich am liebsten dann den Rebound. Manchmal kommt da nicht, habe ich Pech gehabt, ne? Gut. Chris, du vielleicht noch kurz. Ansonsten würde ich dann kurz mal jetzt noch von meiner Seite auf die Fettgeschichten eingehen. Du Oder hast hast du wieder jetzt. ein reichhaltiges Paket. Ich meine, im Prinzip kannst du das jetzt direkt so weiter fortführen. Da bin ich überhaupt nicht, sage ich mal, undankbar. Kannst du definitiv machen. Ich hätte, wie gesagt, dann unter Umständen noch ein bisschen Big Picture, wenn es jetzt nach hinten raus doch jetzt unspannend wird, der Markt ein Ja, bisschen können wir ja dann lethargisch machen, ne? ist. Ja, Genau, also genau. da kommt ja jetzt um 20:30 Uhr nicht sofort die Mega-Action. Dann gehen wir mal kurz drüber. Also, was das Wichtigste ist in den USA, dass die Fed zum einen signalisiert hat, dass sie die Inflation hier dargestellt in den USA jetzt nicht mehr als Einzelnes betrachtet. Hier war es ja wichtig, dass eben die Fed eigentlich immer darauf geschaut hat, dass sie die Inflation in etwa so bei 2% hält. Jetzt sind wir aktuell, man darf sich hier nicht verwirren lassen, wir sind aktuell weit unter 2%. Es wird allerdings schon wieder hochgerechnet, dass die Inflation nächstes Jahr wieder in Richtung 2 geht, beziehungsweise 2,24 ist jetzt hier in der Hochrechnung. Tut jetzt nichts zur Sache, aber dass sie wieder anzieht. Ja. In der EU sind oder in Deutschland sind wir ja gerade von der Inflation her ins negative EU, ins negative gedriftet. Ja. Also wir sind da noch ein Stück weit tiefer, aber das nur mal so nebenbei. Hier ist es jetzt wichtig zu verstehen, dass jetzt nicht mehr die reine Inflation im Wert betrachtet werden soll, sondern dass ein Durchschnitt betrachtet werden soll. Denn normalerweise, wenn die Inflation nächstes Jahr schon wieder anzieht, würde es eigentlich bedeuten müssen oder müsste es bedeuten, dass die Zinsen auch schon wieder anziehen müssten, ja, um eben dieser steigenden Inflation gegenzuwirken. Wenn man jetzt allerdings hier einen Durchschnitt bildet, dann kommt er auch von den 80er Jahren, wo man ein bisschen höher war, dann kommt er irgendwie so mit nach unten. Und wenn man jetzt ganz grob, ja, also wirklich, das muss jetzt absolut nicht stimmen, aber irgendwie wieso würde jetzt hier so irgendwie Durchschnitt liegen, ja? Und der Durchschnitt liegt jetzt so, ganz grob geschätzt irgendwie bei 1 oder sowas, ja? Und wenn jetzt hier die Inflation nächstes Jahr anzieht, auf 2 geht, auf 2,5 geht, vielleicht auf 3 geht, hier irgendwie so ein bisschen hoch geht, dann fängt ja der Durchschnitt erst so langsam an loszugehen Richtung 2022, 2023, dann vielleicht der Durchschnitt mal in Richtung 2 gehen. Das kann bedeuten, dass die Inflation zwischendurch mal auf 3%, 3,5% irgendwie sowas anziehen könnte, rein theoretisch, ohne dass die Fed irgendwie
wie vorher, da hätte sie dann schon irgendwie mehr reagieren müssen. Jetzt muss sie das nicht mehr. Sprich, sie hat viel mehr Spielraum und sie kann zwischendurch sagen: Ach, na ja, mir schmeckt das jetzt, wir erhöhen doch mal die Zinsen. Ach, nee, komm, der Durchschnitt, ach, der so kommt, ne, wir lassen die Zinsen noch tief. Also grundsätzlich ist ja der Plan, die Zinsen tief zu lassen, um eben den Unternehmen etwas mehr Sicherheit zu geben, dass sie sich Geld, günstig Geld leihen können und so weiter und so weiter. Was sie eigentlich jetzt auch schon quasi mit diesem Plan irgendwo signalisiert haben, was wiederum für mich persönlich ein positiver Part für den Markt ist und es somit nicht verwunderlich ist, dass wir weiter nach oben laufen grundsätzlich, ne? Das ist einmal, das muss man mal verstehen, was da jetzt gerade passiert ist und da müssen wir mal schauen, wie, ob Jerome Powell jetzt hier diesbezüglich etwas detaillierter sich äußert. Außer, dass das eben eher vom Durchschnitt her betrachtet wird, die Inflation. Ähnliches gilt für die Arbeitslosigkeit, dass diese auch jetzt nicht mehr direkt an Zahlen gemessen wird, sondern eben eher auch an durchschnittlichen Entwicklungen. Ja, also das sind so die Kernpunkte, auf die es so ein bisschen ankommt, heute zu achten. Und eben auch hier mal eine Grafik halt, um zu schauen, okay, wie steht denn da die Inflation überhaupt generell? Es gibt auch noch einen Artikel bei Handelsblatt.com, den ich heute Morgen, glaube ich, schon gezeigt hatte. Ich bin mir gar nicht sicher, wo auch noch mal so ein bisschen drin steht, das Ganze beschrieben. Ja, finde ich mal ganz interessant. Ich kann euch den Link dazu gerne mal reinpacken. Und ich packe das auch mal in den Chat hier rein. So, zack. Und wie gesagt, also das sind so die Kernpunkte. Und mal gucken, wie er sich jetzt in der Pressekonferenz äußert. Ich habe hier noch mal auch einen Link dazu. Moment, den kann ich euch auch noch mal reinstellen, wo wir das Ganze live verfolgen könnten. Ich mache das eigentlich in der Regel nicht, aber Moment, ich mache das mal kurz, zeige das mal kurz. Da kann man die Pressekonferenz live verfolgen. Ist für mich aber nicht so wichtig. Also zum einen kann ich zwar relativ gut Englisch, Moment, ja genau, kann ich zwar relativ gut Englisch, aber ich muss sagen, wenn ich die Märkte beobachte und dann eine englische Pressekonferenz zu Wirtschaft und Zinsen mir anhöre, dann muss ich mich schon arg konzentrieren, dass ich alles verstehe. Und dann kann ich mich auf den Markt nicht mehr konzentrieren. Bin ja ein Mann, ich kann nur eins, ne? Für eine Pressekonferenz verfolgen. Oh, entschuldigt. Habe jetzt hier schon mal auf Play gedrückt oder eben schlussendlich die Märkte verfolgen. Alles, was hier gesagt wird, wird sich relativ zügig an den Märkten widerspiegeln. Somit sind Pressekonferenzen, die wichtig sind, in der Regel dann so, sind so ein bisschen so ein Zickzack, ja. Also der Markt kann mal ein bisschen 5 Minuten lang auf einmal nach unten gehen, dann geht er 5 Minuten wieder nach oben, weil irgendwas gesagt wird und der Markt quasi aufgrund von irgendwelchen Aussagen so ein bisschen hin und her springt, ja. Ist nicht selten so und man könnte hier unter diesem Link der ganzen Sache quasi folgen, die Pressekonferenz sich live anschauen, auf der Seite der Federal Reserve, also der ja, Zentralbank. Das jetzt erstmal vorbereitend dazu. Ja, so eine Long-Position ist natürlich jetzt erstmal ganz gut. Da kann erstmal jetzt grundsätzlich nicht so viel anbrennen. Was ich jetzt definitiv machen werde bezüglich dieser Position. Ich werde den Stop hier unten ein Stück weit nachziehen, hier auf dieses Niveau. Das werden wir gleich machen. Wenn jetzt der Markt doch wieder erwartend zurückkommt, ja, dann würde ich die Hälfte der Position auf Break-Even rausschmeißen. Ja. Also dann reduzieren, weil natürlich, wenn wir wieder zurückkommen, die Gefahr, dass wir dann nach unten laufen und ausgestoppt werden, größer wird. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte nicht eine Position, die jetzt schon so satt im Profit ist, dann wieder mit Verlust ab, also zumindest nicht mit vollem Verlust abgeben. Somit reduziere ich jetzt zum einen ein bisschen durch den Initial Stop, durch die Initial Stop-Verschiebung das Risiko, plus dann durch das Reduzieren der Positionsgröße auf diesen Punkt. Somit hätte ich dann Pi mal Daumen irgendwie 50, 60% meines am Anfang vom Initial Risiko angenommenen Risikos im Prinzip rausgenommen. Wenn es natürlich alles weiter nach oben geht, dann brauchen wir uns ja keine Gedanken machen. Und wie gesagt, da kommen jetzt so ein paar Hochs von der vergangenen Handelswoche noch, die jetzt hier wichtig sind, wo man mal so ein bisschen drauf schauen muss. Und wenn die gebrochen werden, dann kann das in den nächsten Tagen, allein schon durch die Donnerstagsbewegung, die wir hier vorletzte Handelswoche gesehen haben, das kann relativ zügig gehen. Ne? Vorletzt, davor die Tage, Dienstag und Mittwoch, da ging es ja so sauber nach oben, da sind wir ja 1000 Punkte quasi in 2 Tagen nach oben. Klar, hier sind wir dann mal gute 1000 Punkte an einem Tag wieder nach unten. Aber diese Phase, die ist jetzt wieder vor uns und somit kann in den nächsten Tagen, wenn das Ganze positiv aufgenommen wird, der Weg durchaus zurückgelegt werden. Und das macht es jetzt schon spannend, ne? Ob das so funktioniert oder nicht, werden wir sehen. Da will ich gleich mal intervenieren. Also erstmal,
wirklich, wenn du natürlich so einen Intraday-Trade als Swing ausbauen kannst, Gratulation, dann wäre das heute sozusagen der Urlaubstrade gewesen. In jedem Falle Gratulation, wenn das Ding nach oben läuft. Das wäre definitiv spannend. Ansonsten habe ich gleich mal in den Chat auch unseren täglichen Trading-Room reingehauen. Für alle, die es noch nicht kennen, gerade du bist ja mindestens dreimal, viermal die Woche am Start. Dieser Tage ist es Andreas und meine Wenigkeit, wo wir da drin ein Stück weit den Tag immer jeden Morgen ab 10 Uhr covern. Und wer da noch nicht angemeldet ist, meldet euch an, ihr kriegt immer wieder Infos, wer Zeit hat, jeden Tag dabei sein, weil gerade Markus und Andreas, Schrägstrich, wenn ich ab und zu dabei bin, gibt es immer wieder Trading-Ideen noch und nöcher, beziehungsweise Anregungen, auch wenn der Markt mal langweilig ist, wie man Watch-Stop-Management macht oder gewisse Skills. Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Wollte ich nur ergänzen, gerade wenn du so einen Trade zum Beispiel heute eingehst und du hältst den auch, du bist natürlich jetzt morgen übermorgen nicht im Trading rum und entspanne da auch, Markus, an der Stelle, damit du wieder mit voller Energie in der neuen Woche da bist. Und dann ist es aber so oder wäre auch so, dass du theoretisch diesen Trade weiter dokumentieren kannst. Dass du einfach sagst, okay, du bist eben jetzt heute zur Fed-Sitzung reingegangen, hältst den Trade möglicherweise, wenn er jetzt nicht zurückkommt, durchaus auch als Swing und dokumentierst das dann im Trading Room weiter. Das ist natürlich eine tolle Sache, wo wir einfach sagen, da holen wir euch jeden Tag ab, die Zuschauer, die denn heute wo hier damit dazu gegen sind, dass man dann sozusagen auch in den Folgetagen immer wieder auch eine Bewertung zu einem eingegangenen Trade kriegt. Genau, definitiv, das machen wir da. Und auch in den Streams auf YouTube, die gibt es ja dann auch noch am Morgen, den DAX Long oder Short in der Regel um 8:50 Uhr. Heute gab es mal eine Ausnahme, heute war ich schon um 7 Uhr online, aber morgen wird es wieder so um 8:50 Uhr sein. Oder dann eben die US Opening Bell um 14:45 Uhr am Nachmittag. Dort gehe ich dann ja auch auf die Ideen ein, beziehungsweise kreiere da auch die ein oder andere Idee. Achtung, immer keine Handelsempfehlung. Ich sage es auch in den Streams immer dreimal lieber. Das sind immer Ideen meinerseits, die natürlich genauso in den Stop laufen können, auch mehrfach hintereinander in Stop laufen können. Und das erkläre ich auch im Live-Trading-Room, wie dort mein Trading aussieht. Das sieht natürlich nicht immer so aus, ne? Dass man so schöne Einstiege hat, das Ding läuft sogar sofort 100 Punkte für einen. Wenn es immer so wäre, dann wäre es schön. So ist es leider Gottes nicht immer, sondern ich habe sehr, sehr viele kleine, ganz kleine Verlusttrades, die wirklich. Die Kunst ist, die Verluste klein zu halten. Das ist ein einfacher Börsenspruch, der sehr schwer umzusetzen ist. Und ich versuche, das bestmöglich zu zeigen. Und wenn es dann läuft, natürlich auch zu schauen, wie kann man so ein Ding maximieren. Zum einen, dass ich eben auch grundsätzlich mir vorstellen kann, dass das Ding richtig groß wird. Was noch ein zweiter Gedanke wäre, den ich jetzt zum Abend nicht habe, vielleicht morgen, wenn so ein Trade noch läuft, dass man den dann auch pyramidisiert, also nochmal von der Super Idee. Position sogar nach oben fährt. Ja. Super Idee. Aber da sprechen zwei Dinge dagegen jetzt für den heutigen Abend. Zum einen, dass es jetzt abends ist und somit jetzt kurz vor der Nacht und da pyramidisiere ich in der Regel nicht und ich bin im Urlaub. Und normalerweise bin ich zwar morgen dann wieder an der Börse, aber dann bin ich nicht so aggressiv, wie ich es normalerweise wäre bezüglich des Tradings und somit werde ich diesen Trade höchstwahrscheinlich so laufen lassen. Wenn er läuft, läuft er, dann kann der von mir aus da noch ein paar hundert Punkte machen. Werde ich langsam den Stop von unten dann immer nachtrailen und wenn eben nicht, da hatte ich gerade beschrieben, wie ich jetzt rausgehen würde und vielleicht schaffen wir es in den nächsten Minuten noch, wenn der Markt noch ein Stück weiterläuft, den Stop vielleicht sogar noch ein Stück dann weiterzuziehen, um dann vielleicht das Risiko schon mal komplett rauszunehmen oder halt das Risiko noch ein bisschen mehr zu minimieren. Mal gucken, was da so in den nächsten Minuten auf uns zukommt. Pressekonferenz startet, die Grundgedanken dazu haben wir getätigt und dann lassen wir uns da überraschen, was dort Jerome Powell sagt, beziehungsweise was am Ende der Markt macht. Für mich ist es viel wichtiger, was der Markt macht, als das, was Jerome Powell sagt. Theoretisch kann man sich das aus morgen auch durchlesen, was der heute gesagt hat, weil die Reaktion des Marktes, die wird natürlich sehr, sehr schnell passieren. Also da gibt es keine Verzögerung von irgendwie 3 Tagen, sondern wenn da was Wichtiges gesagt wird, dann wird man das am Markt merken. Ja? Und bei Absolut. Twitter lesen. Absolut, Da gibt es absolut. das Boxen. Das kann, ja, kannst du einhaken? Ich zeige das nochmal in der Zeit kurz. Die Squatboxen, ja, das ist ja in Amerika ganz heiß. Ich meine, die haben ja auch so Live-Trading TV. Ich meine, da müssen wir noch ein bisschen nachholen. Aber die machen ja ein totales Entertainment drauf. Und die Live-Squawk sind natürlich auch hier ein ganz großes Thema. Händlerstimmen aus der ersten Hand, ne? Genau, da gibt es verschiedene Live-Squawk, das sind einfach Twitter-Seiten, wo man relativ schnell Ereignisse liest, ja. Und wo dann hier zum Beispiel eben auch diesen Link habe ich gerade dahergeholt, den ich euch gezeigt habe, beziehungsweise wo ich dann vorhin kurz mal gelesen habe. Seht ihr, da steht eine ganze Menge. Hier stand dann im Prinzip, dass jetzt quasi die Zinsen nicht verändert worden sind, ne? Das ist mittlerweile 29 Minuten her. Vor
30 Minuten kam die Verzinsentscheidung. Also das ist relativ ad hoc dann auch zu lesen, gerade wenn es so eine Zinsdinger gibt. Bei Wirtschaftskennzahlen kann man das gerne auch auf Forex Factory oder irgendwas anderem machen für so eine Zinsentscheidung. Und gerade was so eine Pressekonferenzen jetzt betrifft, sind so eine Live-Squawk-Boxen eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Absolut. Da braucht man sich nicht selbst die Gedanken machen oder eben vor allem selbst zuhören hier zwingend. Ne? Absolut, absolut. Das Zeitalter gibt es ja. Ich meine, dein Dow Jones Trade jetzt zur PK kann natürlich komplett drehen. Ja, sag mal, die Definitiv. Richtung ist eingeschlagen, aber da kann natürlich, deswegen bist du schon mit dem Trade auf Break-Even gegangen grundsätzlich, beziehungsweise das jetzt, aber jetzt baut er echt schön auf. Also, jetzt hat man genau, du hast ja auch gesagt, positive Pyramiden. Übrigens, das zeichnet den professionellen Händler aus, ergo zuhören, nicht Position im Minus nachkaufen und die Position verbilligen, sondern die Position im Gewinn ausbauen und vergrößern. Und sozusagen könnte Markus theoretisch die gleiche Position nochmal eröffnen, wenn du die aktuelle auf Break-Even setzt. So bist du mit doppelter Size drin, hast aber das gleiche Ausgangsrisiko. Und das ist schon, muss ich sagen, die hohe Kunst des Tradens, weil man dann im Prinzip solche Ausschläge in der Equity Curve bekommt, wo man einfach sagt, ey, hier geht richtig was in Sachen Performance. Und du hast ja vorhin auch selber gesagt, du hast enge kleine Stops, fliegst häufiger mal raus, aber wenn du mal einen Momentum-Move erwischst und den hast du heute par excellence erwischt, dann ist es so, dass du so ein Trade auch durchaus ausbaust, schrägstrich auch mal als Swing-Trade über längere Zeit hältst. Und der Dow Jones, der rennt jetzt da in die Widerstandszone und klarerweise muss man jetzt mal schauen, ob er sich da in den Kopf stößt oder jetzt da in Kürze aneckt oder ob er eben direkt weiter hochrennt. Für mich ist da, ja, also für mich ist in denen, man muss hier vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden immer. Es ist natürlich, da hängt zum Traden, da gehört dann noch ein bisschen mehr dazu. Ne? Zum einen, wie sieht die eigene Kapitalkurve aus? Kann man jetzt so locker mit so einem Trade umgehen oder sollte man vielleicht auch mal sich Gedanken machen, wenn ich hier 150 Punkte vorne bin, dass man die vielleicht auch irgendwo an einer Stelle mal mitnimmt. Ne? Wenn ich allerdings von der Kapitalkurve her recht gesund dastehe und vielleicht knapp unter den Equity-Hochs knabbere, ja, oder weiß ich, nur eine minimale Drawdown-Phase habe, dann kann ich ja durchaus mit so einem Trade mal ein bisschen cooler umgehen und den einfach mal ein bisschen konservativer verwalten. Und gerade der Dow Jones ist natürlich ein Markt, der sich in den letzten Tagen und Wochen auch gerne mal ein paar hundert Punkte schon allein am Tag bewegt hat. Wenn man sich Wochencharts anschaut, dann ist die Volatilität relativ hoch. Alleine die Daily ATR, wenn man hier auf den Daily geht, die ist 573 Punkte am Tag. Ja, durchschnittliche ATR, Wochen ATR ist 1100 Punkte in der Woche bewegt er sich. Ne? Und wenn man jetzt mal dann 100 Punkte oder was sind wir jetzt hier mit dem Ding vorne, 220, ja, das ist ja noch nicht viel im Endeffekt. Ne? Na. Wir sind jetzt hier 210 eingestiegen, waren hier mal 110 Punkte vorne. Das ist für die, im Verhältnis zu den ATRs, ist das nicht viel. Und von daher kann man natürlich auch hier mal sagen, wenn der den Trend aufnimmt und weiterzieht, ja, dann ist das eben möglich, dass man auch 3, 4, 5, 600 Punkte verdient oder noch mehr. Ja, und dann wäre es ja nur so ein Durchschnitt, den er quasi zeigt. Und wenn man aber allerdings sowas machen möchte, muss man natürlich dann auch so ein Ding ein bisschen konservativer verwalten. Wenn ich jetzt hier den Stop ganz eng nachtraile, dann ist es recht wahrscheinlich, dass ich da ausgestoppt werde, auch wenn er danach weiterzieht. Habe ich zwar einen Gewinn in der Tasche von vielleicht 80 Punkten, aber wir hatten am Anfang einen Stop von, meine ich, 60 Punkten. Ne? Wenn man Chance-Risiko-Verhältnisse dann so ein bisschen ins Verhältnis setzt, sind wir jetzt zwar Pi mal Daumen so 2R vorne gewesen zum Risiko, aber ich ziehe auch gerne mal darauf ab, dass ich eben 6, 7, 8R verdiene. Und wenn ich das eben zu 60 Punkten Risiko setze, dann sind es wenigstens 300, 400, 500 Punkte, die ich da verdienen möchte dann. Ne? Und von daher. Wenn man gut dasteht, dann kann man das eben so machen, weil was habe ich jetzt zu verlieren, wenn das schief geht? Ne? Ich habe megamäßig was zu verdienen, wenn es gut geht. Was habe ich jetzt noch zu verlieren? Naja, wenn es jetzt, mal gucken, vielleicht funktioniert es jetzt hier, wenn ich hier raufhalte. Nee, irgendwie weiß ich nicht, warum das nicht funktioniert. Ich will jetzt auch nicht rumspielen, aber wir haben jetzt quasi vielleicht noch 50 Euro zu verlieren, wenn ich jetzt nicht schaffe auszuscalen. Wenn ich allerdings schaffe auszuscalen, verliere ich vielleicht noch 30 Euro zu Hunderten von Euros, die ich verdienen kann. Ja, soll jetzt nicht so ein Webinar sein, ihr könnt Tausende verdienen, nein, um Gottes Willen, aber Ja, ist genau richtig. Sehr gut. ne, also ich versuche dann so ein Ding auch laufen zu lassen und ich weiß, das fällt vielen schwer, aber mich juckt jetzt das nicht so, also mich turnt das jetzt nicht so an, ne? Diese 100 Punkte oder sowas, das sind jetzt nur 100 Punkte und das ist nicht viel zu 60 Punkten Risiko. Ne? Und mal gucken, entweder ich werde ausgestoppt oder das Ding läuft. Ne? Zwei Möglichkeiten gibt es ja nur. Und wenn es läuft, dann ist es eben richtig schön. Dann
Absolut, Markus, hast du auch gut beschrieben. Wie gesagt, es geht hier nicht um aggressives Trading und jeden da zum Intraday-Trading ziehen. Man braucht eine Kapitaldecke, da muss man auch ganz realistisch sein. Man muss auch natürlich seine Equity verfolgen. Schrägstrich, sind wir in einem guten Momentum-Umfeld, sind wir in einem schlechten. Und gerade Trendfolgesysteme können ohne weiteres mal 15 Verlust-Trades hintereinander generieren. Und gute Nacht bei allen, die da sozusagen 5% ihres Accounts pro Trade beispielsweise riskieren. Dann ist er schon zur Hälfte praktisch vernichtet. Das heißt, das sind viele Parameter, die man berücksichtigen muss, und Trading ist nicht mal eben so ein Wochenlehrgang und jetzt ziehe ich das Geld aus dem Markt. Da muss man schon wissen, Markus ist hier gute 20 Jahre am Start. Andreas, also wir haben alle Jahrzehnte unserer Finanzmarkterfahrung sozusagen aufgebaut, und wer sich dafür begeistert, muss auch hier Zeit investieren. Ja, also das ist schon so, dass das eben hier nicht mal so eben geht, und auch Signaltools wie den Forex Bull, den wir jetzt auch hier bei JFD ja sozusagen vereint haben. Viele Kunden haben am Anfang ein bisschen skeptisch geschaut. Und der ein oder andere, der jetzt dabei ist, wundert sich teilweise um die punktuellen Treffer. Andere sagen wieder, da fehlt hier und da immer die Trefferquote. Aber da ist es auch immer so, dass es natürlich hier nicht den heiligen Gral gibt. Es gibt Trading-Unterstützung, es gibt auch natürlich Trading-Skills, die man sich aneignen kann. Aber am Ende muss man selber hier eine Kapitaldecke haben, die richtigen Skills und das richtige Risk- und Money-Management sind das A und O. Wie man einsteigt, wie man den Trade verwaltet, ob man Signale nutzt oder statistische Kennzahlen, was auch immer. Das sind immer, wieder gesagt, verschiedene Seiten der Medaille. Aber grundsätzlich ist es eben auch eine Competition. Man kämpft ja am Tag schließlich sozusagen gegen hunderttausende Händler, gegen den Markt, gegen Großbanken, gegen Algorithmen, und irgendwo muss man versuchen, hier Oberwasser zu halten, und das geht eben mal nicht so eben vom Smartphone aus und ich werde jetzt mal schnell reich. Deswegen muss man da schon die Realität einbeziehen, und das wollen wir bei JFD natürlich auch transportieren, klarerweise. Genau. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Ach, na du, was ist denn hier? Was hast du? Wiki, hast du das gerade geschrieben? Genau, Goldunterstützung? ich habe. Wiki fragte gerade, was ist Unterstützung Gold kurzfristig? Also gut, die Frage ist ja wieder, was ist kurzfristig? Aber ich hatte heute mal ganz kurz am Morgen, glaube ich, schon mal Gold gecovert. Ich kämpfe am meisten gegen mich selbst, kommt von Anne jetzt. Ja, ist ja auch in der Tat so. Ne? Man muss natürlich gegen sich selbst kämpfen. Ich hatte heute Morgen schon mal quasi Gold. Ich weiß nicht, ob du es heute vielleicht auch, Chris, gemacht hast. Es zeigte sich Nahezu hier ja so täglich, Markus, massiver. nahezu täglich. Ja, wir hatten ja so diesen 50er-Bereich, der jetzt in den letzten Tagen, wo ich jetzt nicht so am Start war, aber vergangene Handelswoche hatten wir das auch schon so mitbekommen. Zugegebenermaßen wäre das ein sehr, sehr schöner Punkt zum Kaufen gewesen. Ihr seht, wir hatten ja immer wieder so Pfeile eingezeichnet, dann auch in den Streams und Live-Trading-Räumen in den letzten Wochen im Gold und Euro-US-Dollar nicht ganz so häufig. Dow Jones, da waren es sehr, sehr viele Signale. Das hier unten wäre für mich ein Signal zum Kauf gewesen. Ihr wisst, ich lauere im Gold eh immer oder auf den Kauf in den letzten Wochen und Monaten. Somit ist dieser 50er-Bereich kurzfristig für mich nach wie vor Unterstützungsniveau. Wenn man es noch kurzfristiger sehen wollen würde, hätte ich da nichts zu bieten. Ja, also das wäre so meine Blickweise. Aber wir sehen, jetzt sind wir hier auf dem Stundenchart, dass wir quasi eigentlich in Gold jetzt heute zumindest nichts Nennenswertes bekommen haben, und auch auf dem 5-Minuten-Chart hatten wir zwar jetzt mit der Fed-Zinsentscheidung mal kurz Ausschläge, aber im Nachhinein auch nichts Nennenswertes. Ne? Also da ist nicht so viel passiert, und auch Euro-US-Dollar ist erstmal 15 Ticks über der 18,20. Also das ist für mich nichts Interessantes. Ne? Interessanter ist natürlich der Dow jetzt hier. Das ist natürlich schön. Das ist wirklich schön, Andreas, sage ich schon. Mensch, Markus, auf jeden Fall halten, durchstehen und mal abwarten, wie er jetzt auf den Widerstand wirkt. Also zu Gold, wie gesagt, da an der Stelle, liebe Leute, wir haben ja das Streaming-Programm auf unserem YouTube JFD-Channel, wo Markus natürlich auch Vollgas gibt, zweimal am Tag mindestens. Ich bin mit dem Radar am Start, und hier nehme ich natürlich auch den Goldpreis in aller Regel, weil er ein beliebtes Underlying ist und weil wir, das kann ich heute auch nochmal sagen, hier den absoluten Core-Spread haben. Hier handelt die Feinunze Gold bei uns hier so im Bereich 15, 20, 25 Cent. Das ist ein variabler Spread, so wie der Markt eben auch variabel ist am Interbankensektor. Und da muss man natürlich immer schauen, dass man hier den Gold auch Goldpreis eingefangen kriegt. Aber zu Gold kann ich nachher noch ein Stück weit was sagen, weil natürlich sozusagen auch mein Liebling seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Und da kann man durchaus jetzt schöne Sachen ableiten. Aber ich sag mal, die 1950 hast du schön definiert. Das sind wir im Bereich vom Vortagestief auch. Definitiv sollte da heute nicht runtergehen. Jetzt sind wir auch ein bisschen stärker. Aber jetzt lass uns doch mal sehen, was du vom Dow Jones hältst. Ich meine, jetzt hast du, glaube ich, schon zwei, drei R im Säckler. Wie ist es mit Gewinnmitnahmen? Ich meine, theoretisch hättest du die Position sogar vergrößern können. Wie gehst du jetzt damit um, Genau, so also da hatte ich ja, pauschal?
Da hatte ich ja gesagt, warum ich jetzt heute nicht vergrößere, ne? Weil ich werde mich in 5 Minuten oder 5, 6, 7 Minuten auch dann wieder verabschieden aus dem Webinar. Da macht der Chris noch mal ein paar Minuten. Ich werde halt hier, ich bin halt, wie gesagt, aktuell im Urlaub, da trade ich nicht viel und ich, wenn der Trade weiterläuft, kann ich ihn auch nicht permanent beobachten. Und man muss ja immer hier sehen, klar, Pyramide ist schön. Pyramide wäre jetzt hier auch gut gewesen, klar, ohne Zweifel. Aber Pyramide bedeutet auch, dass ich mit dem Start, hat man 1,5 CFDs, Pyramide bedeutet in der Regel, also wenn ich pyramidisiere, dass ich in der Regel das, was ich habe, raufpacke auf 3, vielleicht nochmal raufpacke auf 4,5. Dann hätte man 4,5 als Positionsgröße. Selbst wenn man diese Break-Even abstoppt, ist ja erstmal alles ganz gut und schön. Aber es können immer Extreme eintreten. Und Extreme bedeutet, dass ein Markt mal anhält, weil irgendwie, kennen wir aus der Corona-Phase, wo wir dann Limit Down, Limit Up, Limit Downs und Limit Ups hatten. Ja, oder 9-11, ja, die Flugzeuge fliegen ins World Trade Center, die Börse ist fast daneben, Börsen machen zu. Das sind natürlich Extreme. Aber das würde ich morgen nicht mitbekommen, wenn ich nicht permanent am Rechner bin. Und dann habe ich hier auf einmal eine viel größere Position, die eben quasi nicht unter Kontrolle ist. Und Risikomanagement ist das A und O beim Traden. Und für mich ist es wichtig, das Risiko zu kontrollieren. Und das gehört ebenfalls dazu, dass ich dann nicht eine unbeaufsichtigte Position habe, die dann eben auch noch im Endeffekt vielleicht viel zu groß ist. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, 4,5 ist doch nicht groß. Das ist völlig egal. Für dieses Konto hier wäre sie verhältnismäßig groß. Wenn ich auf anderen Konten unterwegs bin, die größer sind, ja, da tanze ich natürlich nicht mit 1,5 CFDs oder Future-Kontrakten rum, sondern da sind die Kontrakte natürlich oder die Position entsprechend größer. Das Verhältnis zum Konto ist aber das gleiche, ja, oder in der Regel ähnlich. Ja. Und von daher ist es schon wichtig, dass man eben auf jedem Konto, auf jeder Kontogröße dann eben auch genau diese Gedanken hat. Und Take Profits bin ich ja auch nicht so der Freund von. Ne? Also was man natürlich jetzt machen könnte, wer ähnliche Gedanken umgesetzt hat heute, dass man schon sagt, okay, man trailt jetzt den Stop vielleicht ein bisschen enger nach, weil einem das vielleicht irgendwo dann auch schon reicht mit 3R, ja, dass man dann sagt, okay, ich habe dann vielleicht den Stop hier irgendwie unter diesem kleinen Tief. Moment, 5-Minuten-Chart ist zu klein, Minuten-Chart. Hier sehen wir so ein bisschen die zackenförmigen Bewegungen nach oben. Und wenn man dann charttechnisch vorgeht und dann schaut, okay, hier haben wir so einen kleinen Tiefpunkt, ja, oder zumindest hier ist so der letzte, dann ging es ein bisschen schneller nach oben, dann kommt hier nochmal so eine Tiefphase, dann ging es jetzt wieder ein bisschen schneller nach oben. Mal gucken, vielleicht kommt er jetzt nochmal bis hierher, diesen Hochpunkt und zieht dann weiter nach oben an, dann würde sich hier wieder ein schöner charttechnischer Punkt ergeben, um Stop nachzuziehen. Das kann man natürlich machen, aber dann wäre man natürlich sehr, sehr eng dran am Markt. Ne? Dann würde man hier den Stop haben, dann würde man ihn irgendwann vielleicht hier haben und der Markt, solange er so sauber nach oben zieht, ist alles gut. Das wird er allerdings höchstwahrscheinlich nicht bis zum, also 1000 Punkte lang machen. Gut, vor ein paar Wochen hat er, also vorletzte Handelswoche hat er das fast so getan, aber in der Regel, ne, man macht da das nicht, sondern kommt dann in der Nacht vielleicht doch nochmal ein Stück weiter zurück und auch das möchte ich ja irgendwie aushalten. Ja. Und von daher wäre es jetzt mein Gedanke und das mache ich jetzt auch. Ich werde den Stop jetzt, da wir jetzt doch schon gut vorne sind, jetzt hier dann auf Break-Even plus ein paar Pünktchen ziehen und dann lasse ich den da stehen. Ja, und dann werden wir mal gucken, was da morgen passiert. Ne? Wenn ich Pech habe, aber dann habe ich nichts verloren. Zwar dann auch nichts großartig verdient. Ne? Ich packe den jetzt hier hin und dann schauen wir morgen mal, was passiert. Idealerweise läuft der Markt in der Nacht weiter nach oben, vielleicht dann eben auch morgen weiter nach oben und dann werde ich sukzessive, konservativ den Stop nachtrailen. Aber mehr werde ich damit jetzt nicht machen. Ne? So, jetzt kommt hier eine Frage. Okay, also macht es Sinn, die Tageshoch vom 8.9. abzuwarten und zu schauen, ob der Dow dort nochmal korrigiert. Das hatten wir ja eingangs schon mal kurz gesagt. Wenn wir vielleicht nochmal auf den Stundenchart gehen, sehen wir das hier. Ja, das ist hier der 8.9. Nee, vom 8.9. Das ist dann, warte mal, was schreibst du jetzt hier? Max fragt vom 8.9. die Tageshochs. Das ist hier unten, das ist ja ganz schön weit tief. Das würde ich jetzt für heute jetzt, glaube ich, nicht mehr so mit in Betracht ziehen. Was vielleicht interessant wäre, wären vom 9.9. die Tageshochs. Das ist mein Einstieg und jetzt auch mein Stop-Niveau. Klar, das wäre natürlich jetzt so für mich blöd. Ja, wenn er jetzt diesen großen Breakout hier, ne,
das Ding hier, wenn er jetzt hier nochmal zurückkorrigiert und dann weiter nach oben zieht, da habe ich wirklich Pech gehabt. Ne? Aber dann müsste man eben immer noch das Risiko hier unten lassen und das würde ich jetzt aufgrund diesen Trades nicht machen wollen. Also ich möchte einen Trade, der da irgendwie 2, 3R vorne ist, definitiv nicht mehr im Verlust schließen. Ja, das ist jetzt nicht als Regel in Stein gemeißelt, aber das ist schon relativ stark so die Regel. Ne? Und mal gucken, wie weit er sich jetzt hier noch fortbewegt. Da sind wir auf jeden Fall schon mal über diesen Hochs hier drüber gewesen, vom 4.9. Ne? Die hat er jetzt sich mal kurz angeschaut und jetzt läuft er da wieder zurück. Das wäre so ein Punkt, wo Andreas ganz gern mal shortet. Und mal gucken, wie weit er jetzt zurückzieht. Idealerweise geht er dann weiter nach oben. Ich schaue mal, was Twitter so lange auch da irgendwas schon wieder drin steht, aber steht nichts drin. Ich lese jetzt mal kurz bei Twitter. Also Fetch sagt, dass eben nach wie vor Unterstützung von der Regierung und eben auch von der Zentralbank notwendig ist, bis eben zur vollständigen Zurückeroberung der Wirtschaft. Das ist jetzt ein Punkt hier, aber gut, das ist jetzt nichts Neues. Muss immer erstmal im Kopf übersetzen hier, was hier steht. Naja, gut, ist auch nichts Neues. Also, dass sie, wenn es notwendig ist, halt eingreifen werden, war jetzt eine Antwort auf eine Frage in der Pressekonferenz, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Also, ich habe jetzt hier erstmal nichts, was sich jetzt irgendwo hervorheben lässt. Nee, ja, naja, gut, also das sind meine Gedanken. Chris, bist du noch da? Chris ist weg. Na, Chris ist schon noch da. Eigenartigerweise hatte ich das Mic gerade auf. Ich glaube, du hast mich gar nicht zwischendurch schnaufen hören. Nee. Aber ich bin natürlich noch da, klarerweise. Wie gesagt, das ist ja auch, ich habe jetzt gerade mal geguckt, dass ich mir den S&P mal gerade vorzaubere. Der lädt er nämlich gerade bei mir hoch. Der ist nämlich ganz spannend gerade generell. Sieht auch technisch gut aus. Und Markus, wie gesagt, du bist ja im Urlaub. Deswegen nochmal ganz dicke Props an dich an der Stelle, dass du hier sozusagen den Andreas vertreten hast. In der Regel bist du ja ab und zu auch bei einem Fed-Event dabei. Aber ich denke, du hast heute eine Trade-Idee skizziert, umgesetzt, durchgeführt. Jetzt hast du den Trade auf Break-Even gesetzt. Was will man mehr? Also ganz, ganz toll, ganz, ganz gelungen, absolviert. Und dann sage ich auf jeden Fall danke für deine Zeit. Wir warten jetzt, wie gesagt, newstechnisch kommt jetzt nichts Großes mehr. Ich habe auch nichts gefunden parallel, was ich jetzt sozusagen nochmal orakeln könnte. Ich würde mich aber auf jeden Fall an der Stelle erstmal bedanken dafür, dass du hier die Flagge gezeigt hast heute und gehe jetzt nochmal so ein bisschen auf vielleicht Fragen an, Schrägstrich insbesondere auf den S&P 500 und auf den Goldpreis. Das möchte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Und dann würde ich sagen, Markus, hast du noch was? Wie lange geht die Pressekonferenz? Fragt gerade Peter. Ne? Das ist natürlich immer abhängig von dem. Sie läuft noch. Spricht ja gerade über die 2% Inflation. Mr. Powell, da lässt du wieder einen gucken. Aber das ist, wie gesagt, die hohe Kunst der Geldpolitik. Ja, reden und reden lassen. Also im Prinzip viel Blablub. Da ist immer die Frage wieder, wer macht die Nachrichten, die Kurse, die Nachrichten oder die Nachrichten, die Kurse? Ich denke, die Frage können wir uns alle beantworten. Am Ende des Tages, Icke, mit Verlaub, wie ich dich gern vom Spitznamen her nenne. Ich weiß gar nicht, ob das noch ein anderer tut. Ist das eigentlich so? Ja, zwei Personen gibt es noch, die mich auch Icke nennen. Der eine oder andere kann es sich vielleicht nicht erklären, aber ich komme ja aus dem Berliner Raum. Und wenn ich normal spreche, habe ich doch einen leichten Berliner Akzent. Absolut. Der rutscht mir auch mal aus. Aha. Ich wollte es nur, sag ich mal, angesprochen wissen, nicht, dass der eine oder andere sich wundert, weil ich direkt in unserem Webinar, ihr merkt es vielleicht, wir sind jetzt hier nicht zu förmlich unterwegs, wir haben jetzt auch nicht die Krawatte eng gebunden am Hals, das ist schon etwas eine Freiheit, die wir uns hier als Trader auch erlauben können, beziehungsweise als, sag ich mal, auch junger Broker, der wir ja hier sind, der wir hier praktisch JFD auch repräsentieren. Wir sind ja sozusagen von Tradern für Trader und natürlich sitzen wir hier nicht mit dem Frack da und sind auch relativ locker im Gespräch. Ich hoffe, das
gefällt euch. Und der Punkt war natürlich, dass ich natürlich dich mit Icke vorhin gleich begrüßt habe. Und da wollte ich noch so ein bisschen Aufklärung erzeugen. Nicht, dass der eine sagt, was ist denn jetzt Ditte oder Icke? Was denn da los? Aber im Grunde genommen, Markus, wie gesagt, ich denke, jetzt wird, es sei denn, du wirst unglücklich auf Break-Even ausgestoppt, die Trade-Verwaltung als solche sitzt dir überlassen, weil ich will dich jetzt hier auch nicht zur Überzeit jetzt hier knechten. Jetzt bist du schon eine gute Stunde online mit uns und ich führe das sozusagen noch zu aus. Wie gesagt, kann sagen, wir gehen nochmal auf Gold ein, wir gehen auch nochmal auf den S&P 500 ein. Ich zeige euch zwei, drei große Charts und so mega in die Länge wollen wir es nicht ziehen. Jetzt kommt der Dow gerade zurück von seinen Hochs, das ist auch wieder ein bisschen spannend. Wie gesagt, da nochmal der Hinweis, liebe Leute, schaut in unseren Trading Room. Normalerweise werden dann auch Trades fortgeführt. Ja, wenn der Markus jetzt im Einsatz wäre, morgen übermorgen, dann würde er unter Umständen den Trade auch morgen weiter dokumentieren können. Ist er nicht, weil er, sage ich mal, auch klarerweise endlich mal im Urlaub ist. Deswegen, Markus, jetzt ganz salopp mit dem richtigen Vornamen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich sage auf jeden Fall danke, dass du dabei warst. Und wie gesagt, das Webinar läuft jetzt noch gute 5 Stunden. Ja, wir gehen noch in die Night Session, handeln noch ein bisschen den ozeanischen Markt. Australdollar will auch noch abgefrühstückt werden. Ich komme also morgen früh dann direkt dazu und löse dich ab. Ne? Ja. So machen wir es. Also ein 24-Stunden-Webinar wäre übrigens auch mal echt eine Kompetenz. Ich habe mal schon mal öfteren angesprochen mit Andreas auch, weil es oft schon mal die Anregung kam. Mensch, wollte er nicht mal sowas machen? Aber wir gucken mal. Vielleicht zwei abschließende Worte. Pressekonferenz in der Regel so eine halbe Stunde, aber ja, sie dauert halt so lange, wie sie dauert. Ne? Das werden oft Fragen gestellt, aber meistens so eine halbe Stunde. Dann ist das auch vorbei. Marc kommt jetzt zurück. Ja, das ist dann eben so. Ne? Im äußersten Notfall wäre ich Break-Even ausgestoppt, aber ich habe es ja erklärt, warum ich das Ding jetzt laufen lasse. Ne? Es gibt sicherlich Situationen, wo ich da dann auch mal ein bisschen enger werde, aber mal gucken, was hier passiert. Wir werden uns da überraschen lassen. Und ja, Andreas, ach, das sage ich auch schon Andreas. Sehr ja, gut. Ich wünsche dir auch noch viel Spaß, ganz kurz organisatorisch. Einfach nachher Webinar für alle beenden machen. Weil ich bleibe jetzt, ich lasse das jetzt drin, weil bei mir läuft ja die Aufzeichnung und dann stelle ich es online morgen. Ne? Brauchst du gar nicht, mach dir die Mühe nicht. Das wird nämlich bei uns mittlerweile automatisch gesaved. Ich würde dich anschreiben, wenn das nicht passiert. Genau. Also das heißt, das ist eigentlich, also gekauft, aber das Reinstellen und auch den Mailer, das lass mich mal machen. Du bist erstmal in dem Urlaub. Passt, Icke, gib dir eine Auszeit. Das muss auch mal sein. Wie gesagt, danke für die extra Stunde, die wir würdig honorieren werden in naher Zeit. Und insofern erstmal Grüße an die Familie und vor allem jetzt ein bisschen ausspannen, alles richtig gemacht. Und ich wünsche dir eigentlich, dass der Trade auf jeden Fall ein Long-Term hat, sodass du dann idealerweise irgendwann so bei 29.000 Punkten dann so sagst, jetzt könnte man doch mal Gewinne mitnehmen. Pyramidisieren. Oder das. Oder dann kannst du locker hören mit dir. Gut, alles klar. Also gut, Webinar für alle beenden. Trotzdem machen, ich lasse es dir laufen. Ne? Bis dann. Genau, vielen Dank an alle. Schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. So. Achso, jetzt hat es ja noch ein Bildschirm gegeben. Warte. Ah, genau. Das wäre ganz gut, weil jetzt wärst du raus. Das hätte mich jetzt mal interessiert, was da passiert wäre. Ich mache nur meinen Ton leise. Ich bleibe ja drin. Aber und dann, wenn du nachher schließt, dann passt es. Achso, jetzt sehen wir gerade den Gottmod als Seite. Ich wollte nur gerade, welcher Bildschirm ist der richtige. Dann passt das ja auf jeden Fall. Genau, dann fangen wir einfach mal an. Markus, wie gesagt, vielen Dank, liebe Leute. Jetzt noch ein bisschen Rundumschau vom Markt. Super, was Markus da sozusagen gezeigt hat. Wir können, und da bitte auch mal gerne eure Wünsche, wollt ihr mit mir mal das große Bild der Märkte betrachten oder wollen wir ein bisschen jetzt noch in den Intraday-Bereich gehen? Also eben die Frage, große Charts, Big Picture Charts mal kurz 10 Minuten anschauen, etwas dazu kommentieren. Ich hatte ja unlängst auch auf dem einen oder anderen Portal hier schon den Nasdaq und den S&P 500 analysiert im ganz großen Bild. Da kann man sicherlich auch nochmal Input einfahren, Schrägstrich, das ist sicherlich auch für den einen oder anderen interessant. Ansonsten, wie gesagt, Gold ist ja ein großes Steckenpferd von mir. Ich covere das relativ regelmäßig hier auf unserem YouTube-Channel. Da haben wir auch hier sozusagen mal die Homebase. Ich habe es vorhin ja schon in den Chat geshared, liebe Teilnehmer. Hier haben wir unseren Markus, hier ich. Dann kommt eben Traders Espresso, die Opening Bell von Markus. Die ist jetzt zurzeit offline. Wie gesagt, dass er auch den DAX Long Short macht, der liebe Markus, das ist eine wirkliche Passion von ihm. Also in der Regel hätten wir teilweise Vertretung gemacht oder es wäre einfach mal pausiert. Nichtsdestotrotz, Markus ja auch gerne am Start, wenn er mal das Devisenradar vertritt. Und hier, wie gesagt, haben wir im Prinzip den heutigen Clip zum Gold bzw. US-Dollar-Yen in dem Fall. Ja, und dann haben wir im Prinzip auch hier natürlich unten raus immer wieder die ganzen, ja,
Währungspaare, Devisen, die ich sozusagen im Fokus habe. Wie gesagt, checkt unseren Channel, kommt bei uns vorbei und verfolgt live, was da sozusagen abgeht. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Im Großen gehe ich jetzt dann gleich mal auf die einzelnen Charts nochmal ein. Ich will vielleicht euch nochmal dahingehend abholen. Zinspolitik, Geldpolitik hängt natürlich auch mit den Währungen zusammen, ganz exorbitant zusammen. Und da, wie gesagt, gehe ich gerne auf meinen Livestreams in den Webinaren auch ein, die sich rund um Devisen drehen. Im Live-Trading Room heute ging es auch um Devisen. Und hier habe ich den US-Dollar-Index mal mitgebracht, Wochenchart. Und das lässt sich einfach hier insofern mal kurz zusammenfassen, dass davon auszugehen ist, dass wir im Rahmen der doch schon mehrjährigen Aufwärtsbewegung des US-Dollar-Indexes, das ist praktisch sozusagen der Außenwert des Dollars gegenüber einem Währungskorb. Und da sehen wir hier, dass der im Prinzip doch schon sehr heiß gelaufen ist, Schrägstrich mehr oder weniger versucht hat, die 100-Punkte-Marke hier zu überwinden und das mehrfach nicht gelang. Also wir hatten ja schon Ausbruch im Jahr 2016, 2017, also hier zumindest zum Jahreswechsel auch. Und dann Gleiches gab es hier nochmal im Frühjahr 2020 jetzt da. Und dann sackte der Markt aber signifikant zusammen und brachte auch hier ein Verkaufssignal mit sich, was genereller Natur den Goldpreis und auch Euro-US-Dollar stützen sollte. Und da komme ich jetzt mal zum Euro-US-Dollar an der Stelle hier im Big Picture Chart. Denn wir sehen hier eine Situation, liebe Leute, die hier wirklich historisch interessant ist, weil sollte der Euro-US-Dollar hier wirklich nachhaltig jetzt über die 1,18, 1,19 rausziehen, die 1,20 überwinden, dann seht ihr, dass wir hier einen mehrjährigen, über einem Jahrzehnt bestehenden Abwärtstrendkanal nach oben verlassen. Und diese Situation gab es in den letzten Jahren immer mal wieder. Hier zuletzt 2017 zum Ausklang, beziehungsweise sage ich 2018 vielmehr, Anfang 2018, Ende 2017 lief er hier sozusagen an diese obere Trendlinie. Und das Ganze gab es 2014 schon mal, das Ganze gab es 2011 und dann eben mit dem Ausbruch der Finanzmarktkrise kollabierte sozusagen das ganze System, beziehungsweise der Dollar erfuhr sozusagen seine Renaissance und der Euro ging hier buchstäblich in die Binsen. Jetzt haben wir hier so eine große Bodenbildung gesehen und wir sehen eben auch, dass der Euro hier wieder versucht, diesen Trend aufzulösen. Und das ist in der Tat durchaus interessant, weil das hier langfristig ein chancenreicher Markt dann auf der Long-Seite perspektivisch sein kann. Es muss natürlich, und da haben wir hier die Kerze vom August, das ist der Monatschart, um das nochmal kurz zu erklären, das ist Big Picture, eine Handelskerze jeweils einen Monat. Deswegen gehen wir auch bis ins Jahr 2008, 2007 hier zurück. Wir können sogar hier noch sozusagen viel weiter zurückgehen, ja, bis in die 90er, da ist der Euro nämlich zurückgerechnet. Hier setzen wir mal wirklich einen Big Picture-Chart. Und ja, die Situation ist hier wirklich die, wir haben schon Ausbruch auf Monatsschlusspreisbasis gesehen. Jetzt ist nur wichtig, dass diese Kerze hier vom August nicht unterschritten wird. Und das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich denke eben hier viel mehr daran, dass der Euro-US-Dollar, und wir sehen hier gerade eine leichte Schwäche, wenn er sich hier nochmal, und das ist schon eine erste Trigger-Zone, hier die 1,18 kann man durchaus kaufen. Schon spekulativ mit einer ersten Position, halbes Risiko. Die zweite Position könnte hier bei 1,1750 nachgelegt werden, Long, um dann hier relativ eng den Stopp zu setzen für den Fall, dass der hier unten durchsackt. Aber es ist durchaus interessant, den Markt hier auf der Long-Seite möglicherweise einzusammeln, weil ich davon ausgehe, dass Euro-US-Dollar sich im Bälde wieder stabilisiert und der US-Dollar-Index, selbst wenn er noch ein bisschen jetzt hier nach oben spuckt, das kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass er jetzt hier die großen Wellen schlägt, sondern der US-Dollar-Index vielmehr zur Schwäche neigt. Das wiederum dürfte den Euro, der ja hier in Dollar gehandelt wird, dann wieder Auftrieb geben. Und insofern hier mitnehmen an der Stelle. Durchaus spannend, durchaus interessant, den Euro-US-Dollar hier im Fokus zu behalten. Ich hatte eingangs ja schon gesagt, diese Range hier, die hält er schon seit mehreren Wochen und das wirkt ein Stück weit bullisch. Alles hinfällig, was ich erzählt habe, wenn wir unter die 1,17 rausgehen. Dann hat der Bär das Heftpflaster sozusagen in der Hand und dann dürfte es hier nochmal schnell 150, 200 Pips nach unten gehen. Das muss man im Auge haben und ich lese gerade Marco. Auf den US-Dollar-Index musst du ja im Prinzip gar nicht selber spekulieren. Das ist ja A, der Future, der US-Dollar-Index Future, den man auch handeln kann, wenn man ein Future-Konto hat. Nur das Future-Konto hat noch ganz andere, sage ich mal, Parameter, die es zu beachten gilt, neben einer Nachschusspflicht, neben Margin-Levels, neben Kontraktgrößen. Denke ich mal, ein K.O.-Produkt solltest, also neben dem richtigen Future, solltest du auch kein K.O.-Produkt handeln, sondern vielmehr bei uns, bei JFD, das echte Devisenpaar Euro-Dollar. Ja, weil hier natürlich der absolute Korrelationsfaktor gegeben ist. Das heißt, wenn der Dollar-Index aufwertet, dann verliert Euro-US-Dollar an Wert und wertet der US-Dollar-Index ab, dann steigt Euro-US-Dollar. Und du bist hier bei uns in jedem Falle mit einem engen
Interbanken-Spread ja, verbunden. Du hast den Vorteil hier am Markt eben auch sekundenschnell 24-Stunden-Handel auch zu verkaufen. Deine Stops werden auch in der Nacht ausgeführt. Und so ein K.O.-Produkt, lieber Marco, ist halt doch irgendwo ein bisschen intransparent, begrenzte Handelszeiten. Ich weiß es nicht ganz. Ich habe früher auch Optionsscheine und Zertifikate gehandelt. Das ist allerdings schon sehr, sehr lange her, bis ich dann den direkten Marktzugang gefunden habe zum Forex-Markt. Und das war 2007. Da hatte ich noch ein Konto in den USA damals und habe hier sozusagen dann den Forex-Markt für mich entdeckt. Auch mit der Finesse eben, dass der Forex-Markt seine Passion in der Hinsicht hat, hier den 24-Stunden-Handel an den Tag zu legen. Ja, das ist ja beim Index-Trading selber auch nicht so, sondern eben vielmehr wichtig und interessant, dass man da am Devisenmarkt eben hier rundum ja, sich sozusagen versorgt fühlt, wenn man da eben agiert, dann eben auch am echten Markt und nicht mit irgendwelchen Scheinprodukten oder Derivaten von gewissen Kontrakten. So, Anne, ganz ehrlich, da bin ich bei dir. Die ganzen Emittenten verdienen Schweinegeld und auch bei News, jetzt zum Beispiel beim Fed-Event, hast du plötzlich kein Pricing. Das habe ich damals alles erlebt. Da fing ich aber auch an, das war so Anfang der 2000er. Da habe ich relativ auch gespielt mit den Märkten und bin da natürlich auch über die Optionsscheine, Knockout-Zertifikate gestolpert, wo man einfach nur sagt, am Ende des Tages hast du hier wirklich viel Nachsehen. Ansonsten, lieber RD, wie sind die Gebühren bei JFD? Also, ich kann jetzt jedes Detail durchgehen. Wir haben im Prinzip einen fixen Kommissionsanteil, deswegen auch nicht wundern. Es gibt eben Spreads, die macht der Markt, deswegen gehen die auch auf und rein. Wobei bei den Indizes haben wir mit den Liquiditätsprovidern auch ein Fixum kreiert. Das heißt, da haben wir keine Floating Spreads, wie das heißt, aber am Interbankenmarkt für Devisen und eben den Edelmetallhandel ist das so. Und dann haben wir im Prinzip fixe Preise, die eben zum Beispiel bei dem Währungsmarkt hier die Lot, das ist die volle Einheit, 5,50 € sind. Und ansonsten hast du sozusagen bei uns im DAX-Handel im CFD-Bereich eben hier den Roundturn an der Kommission, das sind 20 Cent pro CFD. Also das ist auch wenig, 20 Cent praktisch hast du den Kauf. Es gibt manche Broker, die haben sozusagen den kommissionsfreien Handel, aber da nicht wundern, da steckt die Commission meistens im Spread drin. Da wird der Spread dann auch meistens größer. Aber ansonsten, lieber Adi, du kannst uns gerne an support@jfd eine E-Mail schreiben. Dann kann ich dir das auch direkt verlinken, beziehungsweise ich kann dir auch direkt unsere Seite schon mal verlinken, wobei du den natürlich findest, www.jfdbank.de oder com, und da kannst du dann auf jeden Fall reingehen. Okay, weil Adi gerade fragt, Aktien gibt es bei uns kostenfrei, allerdings als Investment-Vehikel. Das heißt, Intraday-Trading werden wir oder berechnen wir Kosten, wenn einer eine Apple oder eine Facebook am Tag zweimal oder vielmehr, wir hatten auch schon Kandidaten, die haben das 20, 30 Mal gedreht, dann haben sie die AGBs nicht gelesen. Du kannst bei uns Aktien kaufen, physische echte Aktien, Dividendenaktien, die kriegst du kostenfrei sozusagen. Und wenn du natürlich eine Aktie kaufst und am Ende einen Stop setzt und die ausgestoppt wird, dann kann das auch Intraday passieren. Aber es geht hier darum, dass die Aktien selber bei uns als Investmentgedanke und als Offerte dienen. Und deswegen bieten wir auch den Aktienhandel kostenfrei an. Das kostet uns aber auch tatsächlich Geld. Doch das sehen wir als Werbemaßnahme, als Investition an, um eben auch die Leute zum Investieren zu bewegen, um dann, dass die Marktteilnehmer gern auch von uns Vermögensverwaltungsprodukte handeln können, die wir ja mittlerweile auch haben, oder eben zum Beispiel eben auch den Devisenmarkt für sie entdecken, wo wir wiederum mit der Kommission Geld verdienen. Das ist natürlich ganz wichtig und auch am Ende des Tages hier der große Unterschied zu vielen anderen. Hier, wie gesagt, die Website, lieber RD war das. Schau hier drauf hin. Wir haben im Prinzip jetzt hier auch einen schönen neuen Start-Intro. Wir haben hier alles, was das Herz begehrt, und du kannst hier oben im Bereich Trading verschiedene Sachen abfragen, die dich interessieren. Und wenn du nochmal eine genau sozusagen Übersicht über die Kosten haben willst, dann schreib doch gern hier über Kontakt uns an, also unseren Support, und da kriegst du da auf jeden Fall eine Info. Ansonsten, Robert fragt gerade wegen dem Forex-Bull. Fein, Robert, dass du es ansprichst. Ich will hier den Forex-Bull auch gern nochmal ins Visier nehmen. Hier speziell den S&P 500. Da haben wir im Prinzip heute auch eine Aussage gekriegt. Ich ziehe mal kurz wieder den MetaTrader rein. Mein Intraday-Chart, kennst du ja, den schwarzen an der Stelle. Und hier war es eben ganz interessant, dass zum Beispiel auch der Forex Bull hier ein Signal zum S&P 500 aufwarf. Heute, der hat im Prinzip hier auch die Index-Symbole drin.
Wir sehen hier im Prinzip die Pattern-Logik und da wurde heute ein Hoch bei 3.423 orakelt und ein Tief bei, mal gucken, das Tief hier bei 3.399, knapp 3.400 Punkten, im Prinzip knapp unterschritten, aber der Forex-Bull hat das wieder ganz gut eingefangen, genau wie er den Goldpreis auch gut eingefangen hat. Aber hier geht es mehr um Trendbewegung, liebe Marktteilnehmer. Schaut euch das Tool auch gerne mal an. Gibt es morgen früh übrigens auch einen Workshop zu. Wenn ihr Interesse habt, share ich euch den Link, wobei ihr eigentlich den Link sicherlich auch schon gesehen habt auf der einen oder anderen Website beziehungsweise auf unserer Research-Site. Und da gehe ich morgen mal genau auf das Tool ein. Dennoch interessant, dass auch hier der Goldpreis relativ gut eingefangen wurde. Am Ende des Tages jetzt total langweilig daherkommt. Markus mit seinem Dow-Trade auf jeden Fall vieles, um nichts zu sagen, alles richtig gemacht. Richtiger Zeitpunkt, schöne Bewegung mitgenommen. Und jetzt muss man einfach mal sehen, wie der Markt so ausplätschert, denn das tut er jetzt. Gold, wie gesagt, hier an der Stelle als Währungssymbol bei uns XAU US-Dollar zu handeln, also auch wieder kein Derivat, irgend so ein Schnickschnackprodukt, sondern wie die Währungen haben wir hier praktisch den richtigen Spotpreis vom Gold am Start und den kann man im Prinzip handeln. Und da gab es eben heute hier das theoretische Hoch vom Forex Bull knapp erreicht, hier 1974 Dollar und das Tief hat der Forex Bull bei 1952 gesehen. Da muss man sagen, ist ein bisschen drunter gespuckt, aber so 2-3 Dollar Abstand hat der Goldpreis dann heute tatsächlich den Forex Bull wieder abgeholt. Da hatten wir unlängst ja auch eine schöne, einen schönen Track. Das hatte ich aber heute Morgen auch schon mal gezeigt in dem anderen Webinar, wo wir hier sozusagen die Trefferquote hatten vom Goldpreis. Das war wirklich ein Tag, wo er wie auf Schienen lief. Da gebe ich nochmal zu bedenken, alle JFD-Kunden können dieses Tool dauerhaft nutzen. Testen kann es jeder für 14 Tage und wenn man es dann danach nutzen will, gibt es eine kleine Lizenzgebühr im Sinne des geistigen Schutzes und eben der Kooperation mit dem Entwickler, der uns das zur Verfügung stellt. Und hier hatten wir eben den Goldpreis mit diesem grandiosen Verlauf. Vielleicht hat es der eine oder andere auch von euch gesehen, hier auch wieder eine Forex-Prognose mit dem theoretischen Tagestief und dem theoretischen Tageshoch hier oben verbunden. Und solche Pattern sind im Prinzip das, was man abends 23 Uhr schon serviert bekommt für den nächsten Tag. So kann man immer gerade für den Währungsmarkt seine Signale im Prinzip früh um 6 oder um 5 oder um 7 visualisieren, skizzieren. Wichtig hier auch immer wieder den Trend zu berücksichtigen, zu schauen, welchen Entry wählt man, wo geht man rein. Das ist halt ein Intraday-Tool, das ist jetzt nichts für Swing Trader, obwohl man hier auch Intraday einen Einstieg finden kann, den man, wie Markus jetzt mit seinem Dow möglicherweise, mit einem Dow Jones Trade, das Ganze dann auch über Tage und Wochen hält, theoretisch. Da gab es ja auch schon genug Beispiele, wie zum Beispiel Euro-Britisch-Pfund, den Trade, den wir auch hier dargestellt hatten. Ich nutze den Forex-Bull, wie gesagt, schon seit vielen, vielen Jahren und jetzt haben wir ihn im Prinzip auch, nachdem er schlafen gegangen ist, sozusagen wieder reaktivieren können mit dem Entwickler und Euro-Britisch-Pfund war hier der grandioser Einstieg. Jetzt müssen wir mal hier unten, das war am 3.9. Da gab es im Prinzip den Startschuss zum Rallye-Impuls Euro-Britisch-Pfund. Ja, da hatte hier der Forex-Bull, das war auch ein Live-Trade, den wir direkt hatten. Hier gab es den Entry im Rahmen der positiven bullischen Pattern-Analyse. Ausbruch erfolgt, dann rannte der los. Ja, und jeder, der den Euro gegenüber dem britischen Pfund so ein bisschen gesehen hat, der wird wissen, wohin da die Party gegangen ist, nämlich hier deutlich über die 0,90 heraus, was ich hier geschrieben hatte. Wir waren ja schon bei 0,92 dran, 0,91. Also der ist richtig massiv nach oben gezogen und das kann das Tool durchaus als Hilfestellung bieten. Die Märkte selber plätschern da so umher, deswegen will ich euch ganz kurz noch abholen im Rahmen Euro-Dollar hier. Wie gesagt, große Bild im Auge halten auf dem YouTube-Stream. Verfolgt uns, Follow us, wie es so schön heißt. Gebt auch gerne Likes auf die Videos, damit wir da weiter wachsen können. Und ansonsten hier mal die Situation zum S&P 500. Interessanter Chart, auch hier Big Picture, in dem Fall Monatsbasis bis zur Dotcom-Phase zurück, die Jahrtausendwende, haben wir hier einen wahnsinnigen Auftrieb und wir sehen hier so eine Art Megafon-Formation und der stößt sich hier oben so ein bisschen in den Kopf, rein von der Projektion her. Zur Finanzmarktkrise sehe ich noch ein Potenzial bis 3.720 Punkte bei dem Index. Wir haben ja natürlich jetzt Wahljahre oder das Wahljahr. Wahljahre wird dann für den Bundestag in Deutschland viel mehr interessant in Zukunft. Aber jetzt hier im November natürlich die US-Wahlen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der große Crash jetzt anfängt. Aber wir sehen hier diese Oberkante, die hier seit 2018 immer mal wieder angelaufen wurde. Und so ein Megafon spricht für größere Volatilitäten. Das heißt, selbst wenn der hier runtergeht in Richtung 2.200, 2.100 Punkte der S&P, dann könnte er sich trotzdem wieder fangen und wieder mit einer hohen Wolle nach oben ziehen. Grundsätzlich, das möchte ich euch mitgeben als kleinen Insight, liebe Leute. Ich bin ja Fan, wie gesagt, von Saisonalitäten, von statistischen Pattern, deswegen auch den Forex Bull. Ich nutze auch den Seasonal Bull, das ist sozusagen ein Tool, wo man saisonale Handels
Muster im Bereich 5 bis 25 Tage bekommt. Wer da Interesse hat, gerne über support@jfdbank.de mal anfragen, kann ich euch was zukommen lassen. Aber ich will gar nicht so in die Details gehen, sondern euch einfach diesen Chart zeigen. Und zwar ist das der Zykluschart vom S&P 500 bis in die 70er, 50er Jahre zurück. Wir haben hier den 7-Jahres-Zyklus, den es ja, wie gesagt, gibt. Und das heißt, wir haben hier den 7-Jahres-Abstand mit den grünen Linien und jeweils ein markantes Hoch in den Chart hier mit den roten Linien gezeichnet. Und das passt relativ gut, liebe Teilnehmer. Und ich möchte orakeln, dass ich noch nicht vom großen Crash ausgehe, aber im Jahr 2022 plus minus, was weiß ich, 5, 6 Monate, ich weiß nicht, ob es der Sommer 22 wird oder der Herbst, aber im Grunde genommen in diesem Jahr, glaube ich, könnte hier dann mal der größere zyklische Rücksetzer erfolgen. Das heißt nicht, dass wir einen großen Trendbruch kriegen, denn selbst wenn der S&P weiter steigt und wieder mal auf 2000 Punkte zurückfallen sollte, wäre das hier eine völlig gesunde Gegenbewegung, die aber natürlich in gewisser Art und Weise überfällig ist. Ja, die Märkte eskalieren hoch. Schaut es euch eine Tesla an, schaut es euch gewisse Tech-Aktien an, die natürlich auch die Indizes nach oben tragen. Schaut euch die labile Realwirtschaft an. Da schlummert durchaus die ein oder andere tickende Zeitbombe, die jetzt nicht unbedingt in den nächsten Monaten hochgehen muss. Das kann sich auch über Monate, vielleicht sogar Jahre ziehen. Aber ich glaube, das Jahr 2020 war schon sehr turbulent. Auch ein Auftakt im neuen Jahrzehnt, wo ich sagen will, ich glaube, es wird auch turbulent weitergehen. Wir dürfen uns hier auf viele spannende Phasen einstellen. Ich glaube auch nicht, dass die Aktienmarktrallye vorbei ist. Dazu fehlen einfach die Alternativen. Wir haben keine Zinsen. Es fehlt, wir haben einen Anlagenotstand. Insofern, wie gesagt, ist es auch gut, dass man sich ums eigene Geld kümmert. Ihr könnt, wie gesagt, bei uns echte Aktien kaufen. Ihr könnt auch aktiv traden. Ihr könnt aber auch unsere eigenen Vermögensverwaltungsprodukte nutzen, mit denen wir dann am Devisenmarkt zum Beispiel agieren und hier auch Geld verdienen für Kunden. Aber keine Renditen von 100% im Monat oder so ein Quatsch, sondern schöne, solide Zahlen zwischen 10 und 20% auf Jahresbasis. Und selbst das Produkt Quantivix zum Beispiel hat während der Finanzmarktkrise, wo hier die Aktienmärkte auch mal richtig zusammengebrochen sind und eben auch zuletzt zur Corona-Krise bewiesen, dass dieses Produkt eben auch hier eine sozusagen unkorrelierende Investmentmöglichkeit gibt. Also oder ist vielmehr. Wer da also Alternativen sucht, auch bei uns auf der Website umsehen sehen, beziehungsweise unseren Support anfragen, da helfen wir euch sehr, sehr gern. Und nichtsdestotrotz glaube ich, die Aktienrallye geht noch ein Stück weiter und hier mal so als orakelter Auswurf 2022. 23 könnte sehr, sehr spannend werden. Und mit dem riesen Big Picture Chart möchte ich es eigentlich auch so langsam beschließen. Wir haben jetzt hier gute ja, 1,5 Stunden Night Session gemacht und freue mich auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich erschienen wart. Markus hat wirklich ja punktuell abgeliefert. Ich sage nur, was will man mehr? Das war wirklich on the point. Und was will man sagen? Am Ende ist es natürlich wichtig, dass wir euch ein Stück weit was vermitteln, Eindrücke vom Markt geben, vielleicht auch Live-Trades absetzen, Ideen liefern, wie man umgehen kann. Und wie gesagt, wenn ihr da noch mehr Content wollt, geht gerne in den Trading-Room. Da gibt es jeden Tag immer ein Stück Content für Tradern, für euch. Und insofern möchte ich sehr, sehr gern euch wieder bei uns wissen in naher Zukunft. Wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise was euch besonders gefallen hat, gebt uns das gern mit per E-Mail an den Support. Das hätte ich auch mal früher sagen sollen, wo der Raum noch total voll war. Ja, jetzt zum Ende hat sich's ausgedüngt. Aber ihr seid auf jeden Fall jetzt noch gut dreistellig dabei, also immer noch ein großes Auditorium. Insofern, wenn ihr wollt, schreibt gern, wie war Support, was euch besonders gut gefallen hat heute hier beim Webinar. Das ist ganz wichtig für uns. Wir wollen ja auch auf euch eingehen. Wir wollen ein Stück weit noch unseren Content weiter schärfen und spitz machen. Und wenn ihr da einfach jetzt noch ein bisschen Muße habt, kurzen Zweizeiler an unseren Support, das wäre super, super wichtig. Ansonsten die Aufzeichnung, ich habe gelesen, erstmal danke für die positiven Worte, Anna. Martina, sogar besser als jeder Tatort. Meine Güte, Martina, was für Blumen. Vielen, vielen Dank. In dem Kontext, wenn ihr da nochmal kurz die Tastatur schnitzen wollt, gebt es da nochmal ein schriftliches Feedback, gerne auch meinetwegen morgen. Einfach so ein Resümee, was war gut, was war schlecht. Also schlecht wollen wir gar nicht wissen, sondern was war gut, was hat euch gefallen, was können wir vielleicht noch direkt besser machen. Und in dem Zusammenhang würde ich so langsam das Licht ausdrehen. Hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Feedback bislang super, top, sehr hilfreich, danke. Die 1,5 Stunden vergehen wie im Fluge. Auch hier, wie schnell diese vergehen, also super. Gibt es noch eine andere Plattform, Adi? Ja, wir haben ja die Möglichkeit, über Guidance zu handeln und mittelfristig sind wir auch noch an einer dritten Plattform dran. Also wir haben MetaTrader und Guidance aktuell in unserer Plattform Pipeline. Wir haben darüber hinaus natürlich unsere Mobile-Aktivitäten. Es gibt auch eine
sagen wir, die Arbeit an einer JFD-App, Schrägstrich dem MetaTrader, kannst du natürlich auch speziell nutzen im Rahmen von eben auch Apps und dergleichen. Und ja, mit Guidance von Börse Go haben wir da auch den direkten Marktzugang geebnet, wo du aus Guidance heraus handeln kannst. Und eine dritte sehr, sehr populäre internationale Plattform, ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen, ist im Prinzip schon zu 99% angebunden. Es sind eben die technischen Feinheiten, wo es jetzt noch hakt. Und das kann durchaus noch ein paar Wochen, Monate dauern, bis die kommt. Aber wenn die kommt, wird es einschlagen wie eine Bombe, weil das eine Plattform ist, die viele, viele kennen. Aber da will ich gar nicht zu viel der Vorrede verlieren oder der Vorschau, weil es ist noch nicht spruchreif. Ich weiß nur oder kann euch sagen, dass das auf jeden Fall in der Pipeline ist. Und wenn ihr mögt, wie gesagt, dann verfolgt uns, Company Newsletter abonnieren, Webinare verfolgen und dann seid ihr eh immer zeit- und hautnah informiert. Also in dem Zusammenhang, liebe Leute, vielen Dank für eure Teilnahme, vielen Dank für die Ausdauer. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Für eine E-Mail wäre ich dankbar und jetzt sage ich dann einfach auch mal Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Abendausklang. In diesem Sinne, fette Beute euch, auf bald. Euer Chris sagt auch im Namen von Markus und Andreas Tschüss und bis zum nächsten Mal.